Und dann, je nachdem, wie wir Bock haben. Ja, komm mal ein bisschen schneller zurück. Barreno, komm Ja, mal ein bisschen komm. schneller zurück, komm. Bis mein Rücken gespannt. Arif, wie alt bist du? Ich bin 28, Bruder. Und Wie bist alt du bist du? 22? Bitte? Ich bin 20. Aber Wie alt ist 20, Brudi? mit 20 hat er viel erreicht und so. Ja, wallah, er chillt mit Mächtigsten aus Berlin. Er Wie alt ist chillt 20, mit. Brudi? Was mit Finanzmann? Ich bin Türke, Bruder, du? Libanese. Hat sie, wie gesagt, hat dich meine Frage getriggert? Wenn ja, sag. Ich bin ein Mensch, der kann Warte, sich auch ich gebe dir entschuldigen. Frage, die Zeiten sind vorbei, Digga. Ich sag nur, ich will das nicht in Ordnung. Also ein bisschen Respekt, weißt du? Respekt ist wichtig. Wenn dein Nebi das zu mir sagen, okay, ich will das, weil er macht manchmal auch so diese Scherze. Ich will lachen, so, weißt War ja kein du? Scherz, das hat mich wirklich Weil ich, wir interessiert. kennen uns nicht, weißt du, ich kenne dich nicht. Deshalb, darum geht es. Ja, vollkommen recht, aber es war eine normale Frage, Bro. Man muss nicht direkt Köter sagen, zum Beispiel. Hat der Köter gesagt? Nebi! Nein. Hast du es gesagt, Du? Medi? Hab ich gesagt, ich ziehe das zurück. Wallahi. Wallahi. Nee, ich bin dir da auch nicht sauer, Bruder. Möge Allah dich Wallah, recht ey, behalten. die Leute sagen mir, Ertuğrul ist mächtiger als Akkaoui. Was denkst du? Bro, er will doch nicht genannt werden, dieser Name. Lass ihn doch aus dem Spiel. Nein, Bruder. beide Namen wollen nicht Lass genannt ihn werden, aber in ich Berlin mag sein. Wenn er beide. Berlin ist, werden seine Ohren diesmal wirklich gezogen. Aber soll er selber gucken. Medien. Aber wenn ich mit. Nebil, wenn ich mit dir bin, Wallah, lässt du sowas zu, Nebil? Wallah, sei ehrlich. Er sagt doch nichts. Medi, der sagt nichts Schlechtes. Ich würde niemals zulassen, dass sich jemand vor mir haut. Danke, danke. Okay, Nabil, ich habe eine Frage. Ja. Ehrlich jetzt. Ja. Du weißt, wie die Männer heutzutage kämpfen. Ja. Jemand zieht vor bei Messer. Was machst du? Boah. Ich versuche ihm zu helfen. Wie? Was machst du? Dann ziehe ich Schau Messer mal wieder, zurück. diese Person ist bereit zu stechen. Was machst du? Ja, dann steche ich auch. Oh, das Danke, danke. Ja, was? Was andere können, können wir doch auch, oder nicht? Khalas, du Oh. hast kein Messer dabei, was machst du? Zieh Pfefferspray, den habe ich immer dabei. Nein, du hast wirklich nichts dabei, du hast Nein, Handschuhe dabei. Bruder, Heute, weißt du, du was soll hast ich denn machen? Ich Handschuhe versuche dabei. den zu bewältigen, Bruder, was soll ich machen? Entweder ist er Junge, Barello. Medi will, dass du sagst, ich schreibe ihn weg, Alter, Wallah. Entweder rennen wir zusammen, Barello. Oder drauf, weil zwei sind stärker als Ich einer. bin ein Mann, Junge, ich renne niemals weg, Wallah. Aber Barello, was würdest du machen andersrum? Das Gleiche. Oh mein Gott, Selina, ich küsse dein Herz. Oh mein Gott, Selina. Vielen, vielen Dank. Guck mal, Leute. Aber Mede, denkst du, wenn Nebi dabei ist, können meine Ohren lang gezogen werden? Du hast schon einen guten Mann neben dir, der jeden Tag auf dich aufpassen muss, obwohl er es nicht tun muss. Nochmal? Nabil, Wallah, Ja. jetzt wirklich, Bruder, Wallah, wenn Ja. Barrett sagen würde, er hat Mashakel mit irgendwelchen Leuten Mashakel, Ja. bist du der Erste, der kommt? Ich weiß nicht, ist der Barello hat auch gute Leute um sich bei sich, Bruder. Okay, nein, anders gesagt, würdest du, wenn Barrett um Unrecht ist, Unrecht in Recht machen und ihn nicht ihn Ich trotzdem würde helfen? niemals, jemanden sein Recht nehmen. Also ich bin ein Mensch, ich bin für Gerechtigkeit. Jeder, der mich kennt, weiß das auch. Und Hack ist Hack am Ende des Tages. Aber man würde versuchen, das zu klären, Mr. Sam. Weil für alles gibt es eine Lösung. Okay, eine letzte Frage, weil das interessiert mich auch. Hast du Barello mal die Ohren angezogen, wenn er übertrieben hat? Niemals. Ich würde meine Hand ihnen gegenüber nicht heben. Boah, das ist Rücken, Junge! Das ist Rücken, Junge! Medi, Junge! Medi, Junge! Du weißt nicht, was Rücken bedeutet, oder? Aber warte mal. Barello, das ist jetzt eine Frage, das interessiert mich auch sehr. Du bist doch Albaner, du bist doch ein Shqiptar, oder? Alhamdulillah, ich bin Albaner, ja. Aber. Also so wie ich das kenne, ist es so, dass Albanen auch zusammenhalten. Hast du auch so Natürlich. Angebot, hast du Angebot von Leuten bekommen, die gesagt haben, ey, wir sagen wir jetzt mal Max Müller, wir passen auf dich auf? Wie meinst du? Ist das Ja, Sinn? ich will keine Familie nennen. Eine Familie sagt oder jemand ein Rücken sagt, ey, mach was du willst mit dem Netz, wir helfen dir. Du kannst Aber auch. Bruder, sagt ja Ich habe Medi. albanische Leute, Junge. Ich habe albanische Leute. Ich habe meine Leute. Ich habe Familie. Ich habe Big Family. Böse Mann hat mir auch geschrieben. Wallah. Böse Mann hat mir geschrieben, was ist? Ich bin da, Medi. Wallah, ich kann dir Nachricht zeigen. Medi. Natürlich. Er kommt Es mit wird bösen dir Mann. keiner sagen, mach was du willst. Weil da, das ist ein bisschen absurd, weißt du, was ich meine?
Weil Leute, die wirklich was zu melden haben, die wollen ihre Ruhe haben. Glaub mir. Die wollen gar nicht sich. Okay, okay, noch eine Frage. Nabil, Wallah, du weißt, aber ich will es extra sagen gerade. Wie viel kann man an Personen. Guck mal, warte mal kurz. Anders gesagt. Wie viele Personen kannst du mit der Hand abziehen, die Barello groß gemacht hat? Boah, 10? Ganz kurz, nicht groß, sondern die Barello Reichweite gegeben hat. Und würdest du sagen, Barello hat diesen Leuten. Er hätte den Leuten nicht diese Reichweite geben sollen? Guck mal, es ist, ich sag mal immer so, es ist ein Geben und Nehmen. Verstehst du, was ich meine? Ich sag mal so, Barello hat auch irgendwo dadurch profitiert, weil dadurch hatte der Content. Aber es gibt viele Leute, die undankbar ihm gegenüber sind. Weißt du, was ich meine? Die ihn nicht so unterstützen, wie er die unterstützt hat. Und das ist das, was ich schade finde. Okay, Barello, gibt es irgendjemanden auf TikTok, Barello, wirklich, jetzt kommen wir wirklich einen richtigen Gegner, gegen den du mal sehr, sehr gerne kämpfen würdest? Auf TikTok? Ja. Gegen Ibo. Bushido safe. Wallah, gegen Ibo. Gegen Dudi? Nein, Junge, it's not name in meinen Augen, Wallah. Aber also, Barello, Bushido sagen würde, also, lass mal kämpfen, würdest du nicht machen? Nochmal? Wenn Bushido sagen würde, also, lass kämpfen. Erwähn diesen Namen bitte nicht, ja? Ach so, darf ich nicht? Nein. Boah, Gänsehaut. Boah. Barello. Also, was meinst du? Was meinst du mit Dudi Madudi? Verstehe ich nicht. Was? Wie die, mein Bruder? Was meinst du mit Dingsa, mit Dudi? Willst du gegen ihn kämpfen? Also, ich kann ihn grüßen. Es gibt Jungs, haben ihn gegrüßt. Und wenn Nabi sagt, erwähne ich nicht, dann habe ich Respekt davor. Chill doch, Alter. Ja. Mach mal Stopp bitte, ja. Aber denkst du, der Dude wird noch Strafe zahlen für das, was er gesagt hat? Bruder, sag dir, was soll ich dir sagen? Früher oder später steht für jeden die Rechnung geschrieben. Boah. Das zittert gerade meinen ganzen Körper. Wallah. Du bist so schlimmer, Renner. Ja? Bist du da? Ich komme, Heidi. Wohin geht's? Ich geh zu jemandem. Komm, Nabil. Komm. Wir hören uns. Was geht ab? Du bist gefährlich, Wallah. Nein, du bist gefährlich. Nach dir erst. Kennst du ihn? Mehdi. Salamu alaikum, Mehdi. Der ehrlichste aus TikTok. Aber ich bin der Wahrsager. Ich sag nur die Wahrheit. Ja, aber Mehdi ist auch ehrlich. Mehdi hat noch nie. Ganz kurz. Wahrsager. Ja. Was willst du mit dieser Maske bezwecken? Ich will einfach mein Gesicht den Leuten gar nicht präsentieren, Bruder. Ja, da machst du kein TikTok mehr. Aber Mehdi, du rede nicht, du, hör auf zu babbeln, niemand will dich hören. Wer redet überhaupt mit dir? Ich rede gerade mit Mehdi, yo. Wallah, ja, mach mal den Mund zu, Radio. Ganz kurz, was für Radio, Marak, was redest du? Schmeiß sie mal raus, Barello. Schmeiß sie mal raus, Digga, diese Titten. Geh doch selber raus, wenn dir nicht Spaß geht. Barello, schmeiß mal diesen Tanga raus. Geh doch raus, geh doch raus, tschüss. Geh mal raus mit deinem schiefen Gesicht. Ey, Barello, Marak, du versteckst dich in deinem Tisch. Mach mal hier zu. Du komm her. Du machst auch quietsch gut, nicht Mama. So viel, quietsch nicht, deine Stimme, die quietscht zu viel, die ist unangenehm. Allah hat mir diese Stimme gegeben, beschwer dich bei Allah. Gigi, hör mal zu, du Tanga, geh bitte einfach raus. Lack, hinter Tuch kann jeder bellen, ich kann auch mein Gesicht verdecken. Du versteckst auch jeden Tag dein Gesicht hinter dein Tangatuch. Geh mal raus jetzt, die macht Licht dunkel, damit man ihr Gesicht nicht sieht, weil sie so hässlich ist. Junge, du bist so hässlich, du musst dich hinter Tuch verstecken, wenn du dein Gesicht zeigen würdest. Geh mal raus jetzt, Lara, du, das quietscht, ich hab Piepen im Ohr. Ja, Junkie, ja, Ursich. Hör mal auf, arrogante seine Sprüche zu klonen, lass die eigene einfallen, Alter. Was für Arroganze, du sagst doch ganze Zeit Tanga, Tanga. Boah, deine Stimme, das quietscht im Ohr, Alter. Ich glaube, du hast ordentlich falsch verstanden. Ohne, ja.
Der nennt sich Wahrsager, hat noch nie irgendwas Wahres gesagt. Ja, voilà, voll der Wurst. Gigi, hier ist nicht noch eine, eine. Er redet mit dir selber. Gigi, geh mal, ey, Gigi. Du nervst richtig. Ich geh mal raus. Wenn du nichts kriegst, zeig dein Gesicht. Ich rede mit dir, weil du kein Gesicht habe. Salam alaikum, Samunika, da möchte ich auf Köln. Tu mal Nebel rein. Alaikum salam, Bruder. Nebel? Ja, Nebel. Jetzt habe ich dich. Okay. Salam alaikum. Alaikum salam. Also, Sam, was ist mit dir und mit Harun? Habe ich was gesehen da? Irgendwas ist passiert? Ist was? Nichts ist mit dem. Ist alles okay wieder? Nee, also er muss sich entschuldigen, habe ich gesehen. Stimmt's? Mhm. Ja, musste, ja. Aber das war doch echt unnötig, wenn ich hier die Wahrheit sagen kann. Als der Wahrsager muss ich ehrlich die Wahrheit sagen. Das war echt unnötig, dass du da überhaupt rausgefahren bist. Aber mach doch nicht die andere Wahrsager. Ja, bitte. Mach doch nicht andere Probleme zu deinem Problem, ja? Ja, und aber er ist doch, guck mal, er könnte sein Vater die Leute, sein. Die Leute müssen doch für sich finden. Wahrsager, du bist vielleicht jemand, der sich beleidigen lässt. Ist dein Tipp, Kim. Was? Ich bin jemand, der sich beleidigen lässt. Wenn ich keinen beleidige, lasse ich mich auch nicht beleidigen. Ja, deswegen. Warum erwartest du, dass ich dann, das dann so stehen lasse? Ja, aber es ist deine Schuld, dass du überhaupt mit deinen Haaren dann reingehst. Du weißt ja, wie sein Content ist. Guck mal, mach mal langsam, wenn du nicht weißt und pass auf deine Zunge auf. Er kam mit Barello. Okay. Was ist los? Der tief drin oder hol den langsam raus. Warte kurz. Er hat gar nichts gesagt. Mehr kann er doch nicht sagen, dass du übertrieben. Nochmal bitte, Sam. Ich sag zu Barello, hast du Zwillinge bekommen, Barello, jetzt? Sind das Zwillinge? Hast du schon Namen für die Kinder? Drillinge. Ich bin mit Barello live gegangen. Und ja, Sam, aber ich hab gesehen, du warst nicht nur einmal mit ihm. Ich bin noch nie mit ihm. Er kommt immer als Anhängsel von Barello. Das heißt, Barello hat ihn auf dich gehetzt. Deswegen sage ich, wenn du nicht weißt, ich weiß schon, was ich mache. Okay, aber warum warst du dann nicht bei Barello? Wieso? Wow. Barello ist nicht verantwortlich für die Worte von ihm, oder? Ja, aber du weißt ja, von wem das kommt. Das heißt, nein, du wusstest ja bei Barellos ein Stoppschild vor. Ja, aber gut gesagt, Sam, gut gesagt, Sam. Das ist nicht Barello sein Kind. Okay, der ist nicht verwandt, gar nichts. Das stimmt, aber der ist Barello sein Soldat. Wenn Barello sagt, schieß los, dann schießt er los. Was, wir Soldat? Wo seid ihr in der Armee? Was denkst du, seid ihr Krieger? Seid ihr Soldaten? Was ist denn Soldat, ey? Nabil weiß ganz genau, dass die Wahrheit ist. Das na, Walla, Walla sogar. Der Typ hat auch mal was gegen mich gesagt und ich habe ihn auch seine Ohren lang gezogen. Ich war auch da gewesen. Der hat gegen Yasser gesagt, gegen Arafat, also. Arafat und Yasser gehen trotzdem jeden Tag mit ihnen live. Das ist sein Problem, nicht mein Problem. Das muss ja jeder für sich wissen. Das ist Yassas Problem, nicht mein Problem. Ja, das stimmt, aber... Hey, Sam, bettel mal, Sam, bettel mal. Tim, danke für dieses Wort nicht im Mund, ich bettel nicht, Mann. Sag bitte drum, aber nicht bettel. Abi, sag mal bitte die Rosenfall, bitte. Okay, Abi. Das ist was anderes. Gib mal bitte Barello alle Parolen. Barello, du bist so schlimm. Walla, du bist immer so schlimm. Immer, was geht ab? Bist du zu Hause? Er versucht trotzdem zu gucken, wie weit er gehen kann, der Barello. Ist danach, ist sein Content, er verdient sein Brot, ist nicht schlimm. Soll er machen. Der ist der King auf TikTok, ist einfach die Wahrheit, muss man Wahrheit sagen. Boah, Gänsehaut, was er sagt. Ja, natürlich, genau. Nein, das ist die Wahrheit, Bruder. Yani, egal wer was sagt, die sollen gar nicht lügen. Egal wer das ist. Egal ob Arafat das ist, Yasser das ist, Harun das ist, egal wer, die müssen Wahrheit sagen, dass durch Barello die Zuschauer, die auch atmen können, Bruder. Die Wahrsager, wer bist du? Ich kenn dich doch nicht. Wo kommst du her, Wahrsager? Erzähl mal was von dir. Ich bin aus Hamburg. Gesehen. Aus Hamburg. Du warst in der Stadt. Ich war gestern, ne, vorgestern war ich bei euch. Hab ich gesehen. Wer ist das, bei dem du warst? Ist der Albaner? Das ist Jonalite, ja. Das macht er. Barello, wir waren zusammen da. Jonalide ist der krasseste Albaner, den ich je gesehen habe. Aber was macht er? Was macht er? Was er macht? Er macht vieles, wenn der Tag lang ist. Wallah. Von der Gambino-Familie, der Auftragskiller. Ach so, krass. Ist der wirklich Auftragskiller? Ja. Er war mal. Er war, jetzt ist er nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wallah, jetzt ist er TikToker, oder? Nein, du siehst nicht mal, TikToker. Er hat auf TikTok alle Dings und schiebt seine Dings. Sam Abi, kennst du Erton Berlin, den mächtigsten aus Berlin? Ich kenne niemanden, ich kenne ihn nicht persönlich, nein. Ey Sam, ja, Bruder. Warum ist dein Kopf so braun und deine Arme so weiß? Warum nicht? Hier. Das triggert mich gar nicht. Das ist vom Schatten. Oh, Junge, was geht's auf Kopf, Junge? Übertreib mal nicht, der Hey, warte, ich muss eine Sache sagen. Viele schreiben hier,
John Elita hat Aussage gemacht, er ist V-Mann. Ja, ja. Die sind alle 31er, alle sind V-Männer. Ich habe hier nur Columbus im Chat. Hier sind nein, das stimmt. Guck mal, ich weiß. Ich sage nur, was. Ich weiß, was. Ich weiß. Junge, entsprich nicht die Wahrheit. Wahrsager, Wallah. Die Leute kennen keine Geschichte, weil die keine Bildung haben und reden aus ihren Arsch. Aber was meint die damit? Hatte er mal eine Gerichtsverhandlung, die berühmt war? Bruder, es wird zu lang dauern, das dir zu erklären. Ganz kurz, nur ganz kurz. Guck mal, ich erkläre dir das in zwei Minuten, die ganze Geschichte, ganz, ganz schnell, dass du es auch verstehst. Ja, folgt einmal den Account durch Wahrsager. So, guck, John Gotti, sein Sohn hat ihn die Aussage gemacht gegen John Alite, als er in Haft kam. Er war nicht Standard. John Gotti. Na, Ben, jetzt soll ich von so weit ausholen, lass mich erklären, warum er erstmal wurde. Danach kommen wir zu dem anderen. Und er hat Aussage gemacht gegen John Arita und noch zwei, drei andere Familien, weil sie nicht kontrollieren konnten. Verstehst du? Es gab fünf Familien, die Ostküste kontrolliert haben. Ja. Dafür hat er eine hohe Haftstrafe bekommen. Er hat alles verloren. Frau, Kind, seine Tochter ist auch dabei gestorben. Ich weiß gar nicht, ob das so reden darf. Egal. Am Ende, wo der rauskam, hat er dann auch gegen die dann ausgesagt. Verstehst du, was ich meine? Okay, krass. Also haben die sich gegenseitig angeschissen. Die haben angefangen. 40 Jahre. Aber warum hat er nicht, während er drinnen war, hätte er vielleicht weniger Strafen bekommen? Hat er nicht. Und das macht ihn zum Mann. Und wenn es so wäre, Wahrsager, wenn alle sagen, ist ein 31, gibt es schon mal gar nicht. Ich weiß das ja nicht. Ich frage nur. Wenn es so wäre, und wir reden von der Mafia, könnte er hier mit mir oder sonst wo in Deutschland frei rumlaufen durch die Europa? Ja, klar, in Deutschland kann jeder frei laufen. Jeder ist V-Mann, jeder läuft frei rum, Bruder. Nein, aber so einer, nicht diese kleine. Ja, das ist kein V-Mann. Einer von der Elite, von der Mafia, sage ich jetzt mal, die Mafia verraten hat, der dazugehört hat. Das würde ich damit sagen. Ja, würde die Mafia nicht dazu gefallen lassen? Nee, oder? Ja, in Deutschland ist immer schwer. Die Mafia hat hier leider nicht so viel zu tun in Deutschland. Oder ich habe mit jemandem gesessen, die Auftragskiller von Italien war. Die haben Lebenslänge nicht bekommen, haben Staatsanwalt nicht studiert. Was redest du da? Ja, kann man Charles, so. Hast du Sam? Was? Wie lange saßt du? 7 Jahre. Ich habe 10 Jahre Junge, bekommen. Junge, lüg nicht, Sam. Lüg nicht. 7 Monate. Barello. Wegen was? Ich weiß nicht. Du hast recht. Ich lüge. Darf ich fragen, warum du saßt? Bankräuber, mit Geiselnahme, 4-facher Bankräuber. Also hast du nichts rausgeholt? Ich habe gesagt, dass ich wegen Tat verhaftet wurde. Ich habe gesagt, dass ich die Banken ausgeraubt habe. Dankeschön, mein Bruder. Ah, hey Sam, kennst du Mr. Sam? Nein, kenne ich nicht. Der mit Kappi ist. Mr. Sam, der mit Kappi. Ach so, von Kappi, der da. Ich habe den gesehen, ja, aber ich kenne ihn persönlich nicht, Bruder. Der ist gerade hier drinnen. Den habe ich nicht gesehen. Nee. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Aus welcher Stadt kommst du? Aus Hamburg. Ah, genau. Hamburg ist Macht in Deutschland, jeder weiß. Natürlich. Barello, wie geht's dir, Barello? Na? Wie geht's dir, Barello? Alhamdulillah, gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Du bist ja jetzt der Präsident in Hannover, der Hannover zumachen möchte, hä? Hey, Sam, eine Frage an dich. Woher kommst du? Aus Frankfurt, oder? Aus der Nähe von Frankfurt, ja. Okay, würdest du sagen, Hamburg ist Macht in Deutschland? Er weiß das doch. Hamburg als Frankfurter? Nein. Ja, siehst du, Wahrsager, deswegen. Psst. Er war doch hier, er hat Bilder gepostet, Hamburg, hier links, rechts. Er weiß doch ganz genau, Hamburg ist Macht. Weil er Bilder gepostet hat, ist Hamburg krass, oder was? Er weiß, Hamburg ist Macht. Sei ehrlich. Junge, Wallah, Ertunsch ist der krasseste aus Deutschland. Hamburg ist Macht, jeder weiß. Erdtunsch Berlin ist der mächtigste. Das hat doch nichts mit Hamburg zu tun. Erdtunsch Berlin ist Berlin. Junge, da wo Erdtunsch geht, das wird krass, Alter. Weißt du, mit wem Erdtunsch steht? Mit Erdogan. Weißt du, wer Erdogan ist? Wallah. Weiß ich nicht. Wer ist das? Wer ist Erdogan? Erdogan, der bin der Kreml, das mal bitte. Bundespräsident. Ach so, okay. Erdogan ist Erdogan. Ich chill gerade mit Barello, Nabil und Sam in live. Erdogan hat mit mir nichts zu tun. Kannst du bitte aufhören, über Erdogan was zu sagen, Wahrsager? Wallah, ich hab gar nichts gegen ihn gesagt. Ich sag nur, wer ist das? Ich kenn ihn nicht. Sag auch nur, dann hör auf damit bitte, ja? Ich kenn ihn doch nicht. Ich weiß doch nicht, wer das ist. Alles gut. Wenn du ihn nicht kennst, dann weiß ich auch nicht. Mach keine Politik besser. Bitte, ja? Warum? Hast du jetzt neuen Rücken? Gehört Erdogan zu dir, Nabil? Erdogan gehört zur Türkei. Ach so, okay, ja, das ist was anderes, aber zu mir, ich habe nichts mit ihm zu tun, ich kenne ihn nicht. Okay. Oh. Und Erdogan ist mit Erdtunsch gut, gebt euch mal das.
Ja, das ist krass, wenn einer zur Türkei und geht. Und Ertuğrul lebt in Berlin und er hat mir geantwortet. Stell dir dich vor, wie. Und schützt er dich mal? Ist das ein Freund oder brauchst du ihn nur als Schutz oder wie? Wer Ertuğrul? Ja, du. Du brauchst ruhig. Ich will mit Ertuğrul Freunde sein, Walla. Weil ich liebe Menschen, die dich krass. Du hast Walla. Noch nicht mit ihm zu tun. Ich habe mit ihm geschrieben. Okay, was sagt er? Hat er dich eingeladen? Ja, Walla hat mich eingeladen, bei Allah. Aber ich habe Angst, mich mit dem zu treffen, bin ich ehrlich. Nein, geh da hin, ess dein Essen. Barello. Trink was. Barello. Ja. Wenn Ertuğrul dich einlädt, dann wird er niemals irgendwas gegen dich machen. Dann wird er nichts machen, der ist doch ein Mann, der ist doch, Jani, der ist doch kein kleines Kind. Wenn Allah, Gänsehaut, einlädt. Was er gerade gesagt hat, Walla. Wenn jemand dich einlädt und du bist sein Besuch, dann ist doch normal, dass er sich auch um dich kümmert, oder? Boah, ist schon aber wieder oft so, Wahrsager. Es gibt auch manche Leute, die laden dich ein, lassen dich zahlen. Neville. Marello, glaube ich. Neville. Und. Es gibt auch viele, die tun Falle und so. Bergerow. Ich wollte dich auch einladen, aber du hast mir nicht mehr geantwortet. Sam, Junge, ich habe das Gefühl, du würdest mich in Falle locken, Walla. Als. Nein? Nein, ne? Also ich denke, hab ich gesagt. Ja, red mal bitte mit dem Typ. Guck mal, wie der denkt. Sag mal ehrlich, bitte. Ich komm mit ihm mal nach Frankfurt, Sam. Boah. Ich warte. Oder wer ist in Frankfurt die Macht? Wer ist in Frankfurt die Macht? Ja, jeder ist auf seine Art und Weise. Frankfurt? Wie definierst du denn Macht, Wahrsager? Wie definierst du Macht? Was heißt für dich Macht? Straße. Die Polizei. Okay, und wer hat denn Macht bei dir in Hamburg? In Hamburg gibt es viele Leute, die Macht haben. Ja, verstehst du, so wie es da viele Leute gibt, gibt es auch in Frankfurt viele Leute. Also in Hamburg gibt es auf jeden Fall mehrere Abteilungen und die sind auf jeden Fall alle mächtig. Deswegen, dann lass die Leute da, wo die sind und hör auf, über die zu reden, die wollen das auch nicht. Also bei uns, wir können unsere Brüder hier erwähnen, das sind Brüder von uns. Okay, gut. Dann mach das bitte, wenn du allein live bist. Weil ich okay. Nabil, ich war bitte. In Hannover, Hamburg und da wollte ich ihn noch zum Essen einladen. Er wird nicht kommen, so wird er nicht kommen. So, ich kenne ihn. Er traut sich manchmal nicht raus. aber, ich will jetzt mal mit Ertuğrul, Walla, Ertuğrul hat etwas zu sagen in Deutschland. Ich hätte ihn abgeholt, schön vor der Tür mit S-Klasse, wie Präsident. Der, der was gegen Ertuğrul sagt, ist noch nicht geboren. Der Ehrenmann. Ist doch gut, jetzt das Thema Ertuğrul. Wir haben verstanden, du feierst ihn. Ist doch gut, jetzt mache ich. Da kommen wir doch. Walla, ich feiere ihn wirklich. Ist doch gut. Aber wir haben verstanden. Du musst einfach mit ihm was essen gehen, dann chillen ein bisschen. Ja, aber denkst du, er würde zulassen, dass ich mit denen ein Bild mache oder Video? Ja, klar. Warum nicht? Boah. Ich denke, ein Bild, ja, Video, nein. Der will, glaube ich, nicht so viel in Fitna reingezogen werden, aber Foto kannst du bestimmt machen. Wieso zeigst du dich nicht, Wahrsager? Ich will mein Gesicht den Leuten hier gar nicht präsentieren. Zu viel Gesicht zeigen ist nicht gut. Da darfst du gar nicht auf TikTok sein. Warum? Darf ich auch auf TikTok sein? Ich unterhalte auch die Leute, wie du auch die Leute unterhältst, oder? Ja, aber ich kann auch ohne Maske Leute kein Gesicht zeigen. Ich brauch nicht. Ich will mein Gesicht gar nicht zeigen. Ich bin nicht so viel auf Fame. Ja, der war stark. Hat mir gefallen. Danke. Nebelkuch, privat. Lass mal diese privat. Red doch hier, was du reden willst. Ja, vielen Dank. Deine Rose. Wie dürfen wir uns privat nicht unterhalten, oder was? Ich will dir kein Gesicht schenken. So wie du ihm gerade kein Gesicht schenkst. Warum? Ich zeig jedem Gesicht, aber ohne mein Gesicht. Okay, gut. Er zeigt dir kein Gesicht. Ich sag die Rosen, weil dein Wort hat Gewicht auf TikTok. Rosen, schick mal alle Barellos Rosen. Alle Barello, kommt auf, schick dir mal den jungen Rosen. Wie viel brauchst du? Jetzt. Jawohl, jetzt kommen die, schick mal bitte. Zu spät gesagt. Ja, du musst mir das vorher sagen, Barello, ich kann auch nicht hinsehen. Ne, kennst du einen Ayan Bochum? Der ist auch mächtig in Bochum. Boah, wie viele mächtige Leute in Deutschland. Ja, Ayan ist in Bochum. Jeder hat in seiner Stadt was. Aber bei Allah, in meinen Augen, von ganz Deutschland ist Ertuğrul. Luan, danke. Ja, Mann, keiner kann was. Sein Ohr piept schon, Barello. Dein Ohr piept schon. Ja, hast du Miki gerufen, Barello? Boah, der ist auch mächtig. Junge, wie du extra erwähnst. Nein, einer hat geschrieben, Miki will, deswegen. Ich weiß nicht, ob der live ist. Allian Walter. Bruder, schreibt ihn da selber. Ihr könnt reingehen und bei ihm selber schreiben. Die Leute schreiben, du hast was gegen mich. Hat er was gegen mich, hätte er mir das doch gesagt, Leute. Warum macht ihr Filme hier? Wer jetzt von uns drei? Du. Warum soll ich was gegen dich haben?
Habe ich auch gesagt. Deswegen, ja, nee, dann wären wir nicht live. Dann wäre er rausgegangen oder ich wäre rausgegangen. Ich kenne ihn gar nicht. Ich lerne ihn gerade neu kennen. Danke, Leute, jeder bitte, weiß bitte, in Hamburg, was schreibt keinen Namen, Leute. Schreibt keinen Namen hier. Ihr auf TikTok, Leute. Schreibt keinen anderen Namen, Leute. Ich feiere nur Ertunj. Keiner kann Ertunj was. Bei Allah. Nebel, ich komme bald. Ich nehme mit Nebel erstmal was essen, wenn ich unterwegs bin. Da. Sehr gerne. Ja, wir bringen dich dahin, Barello. Wir bringen dich dahin und danach nach Hamburg auch einmal zu den Brüdern hier. Boah, Gänsehaut. Wallah. Willst du eine Deutschland-Tour mit denen machen, Wasagor? Nee, zwei Städte-Tour. Hamburg, Berlin. Das überlassen wir dir, die Deutschland-Tour. Du bist ja einmal mit ihnen unterwegs. Ich bin sehr gern mit ihnen unterwegs, ja. Wir sind auch befreundet. Dann ist doch super. Wer ist Dings da? Wie nennt man das? Viele sagen auch, Sedat Peker ist krass, wallah. Ja, aber der hat ja nichts mit Deutschland zu tun. Hat er nicht? Ach so, okay. Aber der hat mit Ertunj was zu tun. Also, verstehst du, was ich meine? Wie weit Ertunj ist, was keiner checkt. Boah, Barello, jeder weiß in Hamburg. Barello. Jeder weiß in Hamburg. Barello, was? Ich glaube, der Ertunj weiß das, aber ich glaube, der will nicht erwähnt werden, oder? Ich weiß, Wallah hat mir gesagt, bitte erwähne meinen Namen nicht. Du hast bei Allah, 400 Mal seinen Namen erwähnt, du sagst, erwähne meinen Namen. Bei Allah, ich erwähne aus Liebe. Sonst würde ich nicht sagen, ist der mächtigste aus ganz Deutschland. Wallah aus Liebe, weil ich ihn liebe. So viel Liebe ist auch nicht gut, Barello. Nochmal, Sir? So viel Liebe ist auch nicht gut. Jeder weiß in Hamburg. Ich sag, du schenkst zu viel Liebe jetzt auf einmal. Das ist auch nicht gut. Aber der von Universum Boxen, der ist Müll. Den braucht man gar nicht erwähnen. Ich will seinen Namen nicht mehr erwähnen. Der ist Müll. Aber warum redest du so in unserer Anwesenheit? Wenn du mit jemandem ein Problem hast, Wahrsager, dann geh bitte raus. Ich hab kein Problem mit ihm. Die schreiben über ihn. Ich sag die Wahrheit, dass er Müll ist. Ja, aber das ist so eine Respektlosigkeit. Weißt du, was ich meine? Du willst jemanden respektlos gegenüber, der nicht hier drin ist. Und das macht man nicht. Ist doch meine Sache. Wenn du ein Problem hast, dann geh bitte raus. Dann mach das aber nicht in unserer Anwesenheit. Ich bin hier drin, er hat mich eingeladen. Ja, wenn es deine Sache ist, dann geh bitte raus, rede darüber, aber mach das bitte nicht in unserer Anwesenheit. Die Brüder aus Hamburg haben hier gefragt, haben gesagt, Universum. Okay, dann geh mit deinen Brüdern aus Hamburg gleich. Dann geh mit deinen Brüdern aus Hamburg gleich, okay, und rede mit denen darüber. Aber ich habe doch nur meine Meinung, ich habe nur die Wahrheit gesagt, ganz einfach. Was? Jeder weiß in Hamburg, wer die Macht ist. Er hat mit uns nichts zu tun. Ist doch okay, aber du kannst doch nicht einfach einen Menschen als Müll definieren in unserer Anwesenheit. Das macht man nicht, das ist respektlos. Okay, ist doch deine Meinung. Ich habe meine Meinung gesagt. Ja, okay, dann hab deine Meinung, aber geh bitte raus, mach das doch nicht, wenn drei andere dabei sind. Okay, aber warum? Die anderen sagen 24 Stunden die Meinung über einen anderen und du machst jetzt auf mich Filme. Aber ich sag gute Meinungen. Das ist eine schlechte Meinung, die du hast. Du machst sie in unserer Anwesenheit, das macht man nicht. Das ist respektlos auf uns gegenüber. Dann geh doch einfach raus. Weil wir vertreten nicht deine Meinung. Das ist doch deine Sache, ist doch meine Sache. Salam alaikum. Alaikum salam. Ganz einfach. Was ist los? Er macht überall auf Rechtsanwalt, Ingo Lenzen, yo. Was ist los? Boah, Wahrsager. Gigi, was geht? Boah, möge Allah meine Freundschaften mit Ertunj stärken, Allah. Will. Kann ich nicht einladen, Wallah. Absolut recht. Der soll mir bitte. Wie finde ich den Verflug nochmal? Der soll mir alles. Ich sehe niemanden. Ich muss irgendwas hier einstellen. Sag mal bitte, Nebel soll mir Anfrage stellen, bitte. Ich finde nicht. Ich sehe das hier auf diesem verfluchten Ding nicht. Na, da ist er, Alhamdulillah. Bruder, ich hab dich nicht gesehen, sonst hätte ich dich schon geschickt. Du hast alles richtig gemacht. Ich bin auch Nein, guck mal, das Ding ist, Sam, weißt du, was das Ding ist? Nein, 100% richtig. Ich bin auch rausgegangen. Verstehst du, weil das Beispiel wie bei dir. Stell dir vor, es sind vier Leute, hey, und Sam, lass ein Grüßvideo an Ertun schicken. An unseren. Lass mal Nebel ausreden. Hör doch mal auf damit, Alter. Red weiter bitte damit. Jetzt sind vier Personen und einer redet über dich. Du bist auf alle vier abgefuckt. Verstehst du, was ich meine? Und der Typ sieht die Reichweite, der versucht, die für sich zu nutzen. Das macht man nicht. Das ist asozial. Es ist ja richtig was so, deswegen habe ich ja auch gesagt, du bist raus, ich bin auch raus, ich mag das auch nicht. Der mit seiner Maske und diese ganzen... Nimm die Leute ab. Was?
Tu die Leute ablehnen, ich will jemanden. Ich lehne doch niemanden. Hier, ablehnen, hier, ablehnen, da. So. Das ist doch kein Problem, das ist seine Meinung, aber hört auf, das in meine Kommentare bitte reinzuschreiben. Oder ja, ich bin aber streiten ist auch nicht gut, ja, wallah, mach mal Krieg. Es ist nicht gut, aber das ist Kindergarten, das macht man. Nein, er hat recht, Barreto, er hat doch recht, der ist nicht dabei, der Typ kennt keiner. Und er nimmt Namen und versucht da zu beleidigen. Wir drei sind im Chat, das fällt alles auf auch uns zurück. Was soll das dann? Ist doch kein Kindergarten mit Maske, Kappe, ich will kein Gesicht zeigen. Diese Filme, die war, das ist, kann er mit anderen spielen. Hamburg ist Macht, das ist Macht, der ist Macht. Da hat die Reichweite gesehen, verstehe ich, aber benimm dich, dann ist doch okay. Kannst auch so Reichweite haben, mit bisschen Anstand. Alle schreiben, Ibo will rein. Hole Ibo, ich sehe den Ibo nicht. Barello, dann rein. Ibo? Okay, hier. Er soll mir anfangen, ich schicke irgendjemand an. Aber erst Reel machen, erst okay. Reel bitte. Weil ich mag nicht, wenn Menschen sich streiten, Wallah, und da keine Reel gibt, Wallah. Da gibt's nichts recht zu machen. Nebel hat recht. Warum holt ihr mich wieder rein? Wenn er mir nicht live, wenn ich meine Meinung sage, dann brauch ich auch nicht mit ihm live zu gehen. Nein, aber du hast jemanden belängt, du bist mit Maske, wir sind mit Gesicht, Wallah. Ist egal, ich kenne ihn nicht, ich habe eigentlich mit ihm kein Problem. Wenn er mit mir nicht live will, wenn ich meine Meinung sage und die Wahrheit sage, dann fertig, dann braucht er mit mir nicht live gehen. Aber ich, nicht auf Rätsel, wir aber vertreten nicht dieselbe Meinung und ich bin absolut. Okay, dann ist doch okay, dann brauchst du aber mit mir nicht live. Ich habe dir keine Anfrage geschickt. Okay, dann warum holt ihr mich wieder rein? Marino hat's gemacht, Punkt. Ich habe Einladung geschickt. Das lässt du mit dir, warte, das lässt du mit dir machen, dass Fitna hier passiert, aber die Wahrheit, wenn passiert ich nicht, alles darf, gut, passiert doch nicht. Alles gut, ich wünsche dir alles Gute, Wahrsagen. Du brauchst nicht. Ich wünsche dir auch alles Gute, dann Salam alaikum. Salam alaikum, ja, Ibo. Komm rein. Bleib zusammen. Ah, Leute. Frag mal nach Netscho. Ja, kann ich machen. Nee, auf jeden Fall. Wir sind, wir kommen mit Aschiret. Nee, auf jeden Fall. Ja. Ab heute nur noch Bälle. Ab heute gibt es kein Dreh mehr. Nee, auf jeden Fall. Uli, der muss gepackt werden. Uli, komm, tu Nebel rein, Wallah. Doch, meine Mutter, du bist total schade. Du bist krank, Alter. Nebel! Komm, ich finde diese da, Shushia Rob, wo ist diese Verfluchte, diese? Nebel, schick dir das Anfrage, schick mal. Was hast du denn schon wieder? Was ist denn? Nebel, ja, rein. Ja, sag ihm das auch schicken, ich sehe hier niemanden, ich habe keine Ahnung, was mit meinen Dingen. Oh mein Gott, der Mächtigste aus Berlin. Marello. Oh mein Gott, Miki. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Boah, Miki ist wirklich krass. Sam. Miki ist Wort hat Gewicht, tut Nebel rein. Seit 5 Minuten höre ich nur Namen, Städte, bis Erdogan. Wir waren schon in der Türkei. Digga, der ist Barello bei dir auch so, Sam? Der ist bei jedem. Der ist bei jedem. Barello, bring mal noch einen rein, damit nicht jemand fragt die ganze Zeit. Die Frage die ganze Zeit. Ja, sag ihm, der soll doch schicken, der soll reingucken. Wir werden von Stadt zu Stadt gehen und... Junge! Nebel! Allahu Akbar! Sam, hast du Harun gepackt? Ja. Hast du ihn, sag mal, hast du ihn einen Nacken gegeben oder nicht? Na, ich habe mit ihm geredet. Oder einen Nacken, ja, Sam, einen richtigen Nacken. Ich habe mit ihm geredet. Wenigstens einmal richtig ziehen. Miki, Sam, kennt ihr Necho, Neko? Jemand krass, mit krassen Namen? Also fragen die Leute, ja, Wallah. N-E-C-O. Barello. Die Behoffnung ist ein krasser Name. Barello. Ja, Abis. Kennst du die Tachimana-Brüders? Wem? Tachimana-Brüders. Ja, ich weiß, wer der meint. Du kennst sie nicht? Was hast du? Ich dachte, du kennst die schlimmsten Leute immer. Sag mal bitte. Redest immer von so vielen Leuten. Er lehnt die Leute ab! Ja, ich warte doch auf Nebel, Mann. Jürgen Nebel, komm mal, ja. Der soll doch jetzt mal schicken. Leute, einfach nur tippen. Kommt, nur tippen, Leute. Junge Nebel, wir warten auf dich. Wallah, wir sind mit Miki, mit den krassesten auf... Warte, okay.
Wir sind mal an. Alter. Soll ich Harun reintun? Harun? Komm. Warum? Mit ihr Barello und Ibo. Also okay, dann tue ich dich. Ich frage davor, Ibo, weil ich habe Respekt vor dir. Komm rein, komm rein. Soll ich mit einem 17-Jährigen anfangen? Hol mal ganz kurz Engel rein, bitte, Barello. Ganz okay. Kurz. Okay. Engel kann durch Ibo. Bei uns steht alles. Ja, alles, alles durch Ibo. Nabil, ruf bitte Momo an. Schau mal, meine Augenbrauen sind weg und so. Die Leute haben so viel gespendet. Der muss seine Augenbrauen wegmachen, der ist abgehauen. Wallah, Nabil, ich schwöre, wenn du mit ihm auch jetzt redest, bist du auch mein Feind. Wallah, ich liebe dich. Jetzt musst du deine Seite. Ruf ihn an, Bruder. Ich ruf ihn an. Mehr kann ich doch nicht machen, mein Bruder. Bruder, ich schwöre dir, ich werde ihn jeden Tag von A bis Z auch. Wir, ich habe sogar gesagt, Familien werden beleidigt, wenn du deine Strafe nicht machst. Bart war weg, er muss das machen. Wallah. Barello, was sagst du dazu? Ja, guck mal, jede Bestrafung muss gemacht werden, weil du bist ein Ehrenmann. Wallah, du machst alles mit. Barello, ich schwöre, wenn du auch mit ihm jetzt ab jetzt reingehst, bist du auch mein Feind. Ich schwöre dir. Aber warum? Nein, jetzt entscheide dich für eine Seite. Jetzt entscheide dich. Wie soll das machen? Egal, mit wem du Streit hast, ich entscheide für deine Seite, weil ich dich mag, aber... Wenn du auch mit ihm live gehst, würde ich auch gegen dich schießen. Ich schwöre dir, gegen jeden. Wallah, billah, lach nicht. Er ist gerade dritte beigedreht. Was hat er gemacht? Er hat verloren, Bart und der muss Augenbrauen weg. Weil wenn er das nicht macht, ist der größte Urspruch-Hoju. Ich schwöre dir. Nicht so, ey, Engel, ich hab's ja, wenn er das nicht macht. Wenn nicht er Familie macht, mit reinziehen, ne? Nein, du sollst seine Mutter durchnehmen, wenn er seine Mutter durchnehmen will. Hab ich davor gesagt? Du bist ja, Alter, red nicht so, Alter, bist du, Mann. Red nicht um meine Anwesenheit, du stinkst. Wir haben abgemacht, wir haben abgemacht. Oder was? Wer ist deine Strafe nicht hat? Halt deine Fresse. Nein. Red nicht so, Engel, halt deine Schnauze, Mann. Nein. Mach ich nicht mehr, hör auf! Mach mal ein bisschen Respekt, geh nicht auf Eltern, hab ich schon mal gesagt. Ich hab gesagt, wer ist denn da, wenn ich hält? Nein! Geht vernünftig, halt deine Fresse, Mann! Geld? Nein! Es soll wie ein Mann kommen! Schau mich mal an! Schau mich mal an! Wie geht's auch schon? Nabil Wallernägel! Regel Nummer 1, wenn du was verstehst, dann nicht. Nabil, wie das sich alles, schau mich mal an! Hau mit Mutter, Engel. Ich meine, das ist so. Ich schwöre, ich habe am. Warte. Tamam, mach das, wenn du mit ihm bist, aber mach das nicht immer an. Ich habe gesagt, wer seine Wette nicht einhaltet. Momo, komm rein wie ein Mann jetzt. Boah, Bruder, Alter. Na, die danke an ihn. Momo, komm wie ein Mann, mach das jetzt. Bitte, hör auf zu streiten jetzt wegen dieser kleinen. Mach jetzt wieder an. Ich habe nicht verstanden. Ihr habt gewettet, dass er das komplett wegmacht. Ibo, schau, wir haben Wette gemacht, er hat sein Bart, ich habe mein Bart. Ich wollte gleich, aber danach hat er verloren. Dann sind meine Leute richtig abgegangen. Und ich habe davor gesagt, wenn seine Wette nicht jemand einhaltet, soll seine Mutter, Punkt, 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 annehmen. Anders, ne, Aura, ne, will mit gerissen. Er hat gesagt, aber okay, Wallah, vielleicht machen. Dann ist er rausgegangen. Aber was aber muss er machen? Was muss er machen? Er muss jetzt seine Augen noch komplett weg. Ja, dann sollen die das unter sich machen, Momo, Bruder. Komm mach jetzt, das nicht Momo, in meiner Anwesenheit, Bruder. Momo, Wallah. Hör auf mit Kronken. Das ist nicht lustig, Momo. Nein, warte, Momo, komm. Nein, Leute, geh kurz raus. Momo kommt gleich. Er kommt nicht. Wenn er kommt, der muss kommen. Ich würde jeden Tag... Der wird nicht kommen. Der wird nicht kommen, Bruder. Bruder, kann sein, dass er... Bruder, aber das geht nicht, Bruder. Ich kenne Momos Mutter, Bruder. Und wenn ich dann hier sitze, wenn die miteinander was ausmachen, sollen die unter sich machen. Aber mach das nicht in meiner Anwesenheit, Mann. Ja, ne? Bruder, der Engel ist durch, ja. Mach mal, der geht durch. Ey, weißt du, mit dem ich schnell war? Mit Miki. Mit den Mädchen aus Berlin. Ja, wo ist der denn? Warte, soll ich ihn rufen? Ach ja, doch nicht mal rein, dieser Mickey Maus. Warum redest du so, Ibo, Bruder? Weil ich sag ihm immer das. Das ist so ein Freund von uns, ja. Wallah, darf doch. Ibo hat auch seine Meinung. Ibo, nee, sag Ibo, Wallah. Und du Wichser. Wallah, ich hab mit Miki kein Problem mehr, wir haben uns ertragen. Glück mal, danke. Hey, ich bin mit Ibo Nebel, komm rein. Ja, Heide, ciao. Herr Yusuf will reinkommen. Nein. Hey. Ja. Ja.
Guck mal, alle schreiben mir, schicken mir Einladungen, also. Alle wollen mit dir live, Ibo. Walla, weißt du warum? Walla, viele wollen an Ibos Fame greifen. Walla, weil Ibo ist Fame. Walla. Ja. Safe. Alle wollen Ibo, aber Ibo will sie alle nicht. Ja, warum sollte er wollen, Walla? Wo waren die? Wo waren die, wo Ibo kein Fame hatte? Walla. Ibo hat schon immer Fame gehabt. Walla, lecker. Ey, lehn die Leute ab. Wo ist Miki? Ja. Er kommt. Was sollen wir mit dem machen jetzt? Was machen wir mit dem? Was hast du vor? Also rein tun, ein bisschen reden. Ja, okay, und danach? Was reden wir? Und mach ein bisschen Maske rauf, ihn. Ich oder du? Mach du. Hallo, ich sage. Weil der kann keiner was, Walla. Du hast Großfamilie und so, Walla. Hey, Walla. Ich komme rüber. Normal keiner kann was machen, aber. Egal was es ist, ist mit Schwein, ja? Ja. Ist es Joghurt mit Schwein, Barello? Welche? Joghurt? Ja, guten Appetit, du weißt nicht. Egal was ich esse im Live, ist mit Schwein. Ich trinke Cola, die sagen, es ist mit Schwein. Ey, lehn die Leute ab, Bruder. Ablehn. Alter, ey. Ich muss ihn einladen, Walla. Du magst ihn, ne? Alle gehen dran. Was ist Miki? Was ist mit denen los, Walla? Was sagst du, Bim? Nein, Bim. Ja. Ich hatte gerade Match mit Engel und ich habe verloren wegen Augenbrauen. Ich wollte machen, aber ich konnte nicht. Ich sagte privat warum und dann hat er mich beleidigt. Ich gerade richtig. Ich krieg jetzt sogar den Knoten, das geht wirklich gar nicht, Alter. Schön, dass ich nicht. Er hat mich beleidigt und. Nein, ich hab gesehen, dass du mich verteidigt hast. Dafür wollte ich dir danken. Wir haben dich alle verteidigt. Die mich verteidigt haben. Es tut mir leid, dass ich das nicht gemacht habe, aber hätte ich jetzt Augenbrauen gemacht, weg, dann wäre ich Single geworden und ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht, Leute. Warte, ich verstehe dich nicht ein bisschen. Okay, warte, ich rufe Engel jetzt nicht auf Lautsprecher. Walla, wenn du das wegmachst, du bist ein Nonne. Bitte ruf mal. Du hast es gut gemacht. Danke. Walla, hast du gut gemacht. Engel, wir sind mit Bobo News. Du bist auf Lautsprecher. Er soll jetzt sofort zu mir kommen. Sofort. Ich trau mich nicht. Sag ihm das. Er macht sich über mich lustig. Okay, er macht wirklich lustig über dich, Walla. Ich komme jetzt, Engel, ich komme. Sag ihm, er soll mich einladen. Hä? Ja, lass du sollst mich ein, haben, Engel, ich komme. Ja, der soll jetzt rausgehen, sofort, jetzt komme ich mal live. Ich komme. Ey, dich auch. Ja. Ich komme gleich, Jungs, ich komme. Nebil, Walla, danke für dich, wie du dich eingesetzt hast, ich liebe dich. Ja, ich habe mich auch eingesetzt, aber ich bin Walla, auch alle. Aber Nebil war aggressiv, ich liebe das, ja. Wenn Nebil aggressiv ist. Geh mal rüber, Mann, geh mal rüber. Ey, geh mal mit dir rein. Hier, Miki, Walla. Hier, der möchte ich auch sehen. Kennst du ihn, Nebil? Ja, Ali. Salam alaikum, Kurt Ibo. Alaikum salam, Bruder. Hä? Er hat was gegen Ibo, wa? Nur, er hat nur gesagt, salam alaikum. Warum hat er mir nicht salam alaikum gesagt? Weil er dich nicht. Mag er mich nicht? Hm. Warum weißt du das? Weil ich das weiß. Walla? Ich sehe nicht. Seht ihr den? Der war immer korrekt zu mir eigentlich, ja? Ey, da steht so, als wären wir vier, Walla. Als wären wir vier Personen. Ich sehe das jetzt auch. Ich sehe auch Mikis drin, Bruder. Wollen wir komplett raus voneinander? Komm, und das raus, wieder raus. Tamam, komm. Ey, Ibo, geh raus von dir und wir laden uns wieder ein. Heide, schnell.
Okay, und wie soll ich jetzt die ändern? Wie soll ich die jetzt einladen? Wallah. Nein, ich geh nicht rein, ich geh nicht mit ihnen rein. Warte, ich hole Nebel. Ey, Nebel, komm zu mir und Miki, komm. Doch, bei Miki kannst du immer. Bei Miki kannst du immer. Ey, Miki, warum hast du ausgestellt, ja, Michael Jackson? Was habe ich ausgestellt, Michael Jackson? Dass man dir keine Einladung schicken kann. Doch, kann man, aber ich weiß nicht, warum du dich. Ich kann auch niemand einladen. Okay, warte, Miki, warte. Mag mich nicht Ibo? Ja, nee, er hat gesagt, ich will nicht mit Ibo und so, ja, weil Ibo habe ich mal früher entschuldigen lassen. Ich schwöre, hat er gesagt. Hast du nicht gesagt, du willst nicht? Miki, ahoi, hast du was gegen mich? Weil der Ibo meint gerade. Nein, niemals gegen dich, doch nicht, Herr Selemi. Ibo, warum nicht? Nein, aber ich bin doch mit Kurt Ibo, es geht doch eigentlich nicht live, Bruder. Hat den Scher gemacht? Bruder, ja, was heißt Scher gemacht, Herr Selemi? Das. Was soll ich sagen, Nabil? Das ist was Chef an Chere, Salami. Wer sich bei wem entschuldigt? Ist nicht so wichtig. Also warum geht ihr dann nicht miteinander live? Du bist immer wieder hinter Fitna und so. Guck mal, Ende, ich, die haben mir gesagt, Berlin Verbot, das Verbot, Ende, ich bin gekommen. Die Leute sind auch alle gekommen. Haben wir gesehen. Deswegen. Der Tag ist. Ey, die macht jetzt in Berlin. Boah, keiner kann ihn nur was. Wallah, er ist Kapatayi, Junge. Wallah, ich bin korrekt. Ich bin immer so, wie ich bin. Vielleicht, ich und Micky Anfang an, die Dings nicht gepasst hat. Ich hab Micky immer gesagt. Aber vorhin hast du Micky Maus gesagt, Wallah. Sei ehrlich. Du bist ein Stimmt, Wallah. Ich hab gesagt, ich soll das nicht machen, Micky. Das stimmt. Ich sag euch jetzt was. Guck mal, ich sag euch jetzt, guck mal. Guck mal, ich sag euch jetzt allen drei was, ja? Allen drei. Was soll was du sagst über Nebel? Ja, okay, sehr ruhig, Barello. Okay, ja. Der mächtigste aus Berlin, tut mir leid. Wallah, Nabil, Bruder, ich hab nie was gegen dich gehabt, Bruder, aber ich merke, dass gerade geschauspielert wird, Bruder. Ich bin nicht dumm. Wallah, der hat das gesagt und ich hab ihm gesagt, Wallah, sag das nicht. Er hat das gesagt. Sag das nicht. Wallah, er hat sowas zwischen gesagt. Uns. Er hat das vielleicht gesagt, aber ihr unterstützt das, Nabil. Wallah, nein, ich schwöre. Dankeschön. Ibo. Ibo. Warte. Hör zu, Micky. Er redet und er stimmt. Ibo. Ja. Ibo. Wo du das gesagt hast, was habe ich gesagt? Warum Einschränkung? Hey, Micky, hör auf zu rauchen, Micky. Komm hier. Ich rauche nicht. Ibo. Doch, Alter, doch. Komm, Ibo. Hallo. Ja, Micky raucht gerade. Wo nein, du Micky Maus gesagt hast, was habe ich dir gesagt? Sei ehrlich. Nee, geht nicht um das, guck mal. Ey, der Mann ist jetzt gerade dran. Aber was hab ich denn damit zu tun? Nabil, das passt dir nicht. Guck mal, du bist ein Ehrenmann, das passt dir nicht. Der ist jetzt hier drin und er sagt was und du stempelst. Das geht nicht. Wenn ich jetzt gerade was anderes auch gesagt habe. Aber hast du gesagt? Es stimmt ja. Keine Rolle. Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht sagen. Du hast gesagt, es ist eine Sache zwischen uns, es ist okay. Und ich frag den, ob das okay ist. Was ist daran falsch? Guck mal, sag euch was. Mickey Maus, das juckt mich doch gar nicht. Warte kurz. Ibo, ganz kurz. Das juckt mich auch nicht, Mickey Maus. Wenn es mich jucken würde, würde ich doch gar nicht mal diesen Namen reinmachen. Ja, das stört mich nicht. Aber dass ihr diese Harket macht, angeblich, er kommt, er sagt Mickey Maus, Bruder, wir sind nicht im Kindergarten. Was heißt angeblich? Bei Allah, das stimmt. Ich hab ihm gesagt, mach das nicht. Ich hab ihm sofort gesagt, mach das nicht, existenz uns. Warum sagst du das immer? Ja, mir ist von früher geblieben, einfach so bis rausgerutscht. Aber jetzt ja, ist korrekt von dir, dass du das ist, sagst? Ist nicht korrekt. Wir sind auch 38 Jahre alt. Ich sage unter in den Gesicht auch, ist einfach Janis, so. Janis, wenn ich jetzt sage, Gott Ibo, ist auch nicht korrekt. Oh! Ist auch einmal rausgegangen. Das tut mir auch leid. Wenn du willst, wenn wir anfangen wollen, gerne, wir können anfangen. Niemand kann. Nein, warum anfangen? Du hast 1-1 steht jetzt. Oh mein Gott! Beleidige die schlimmsten Wörter, du weißt, wie ich bin. 1-1, du sagst Mickey Maus, ich hab einmal gesagt, die Leute aus Berlin haben das gesagt, nicht ich persönlich. Was du gerade gesagt, sagst du? Ich habe gesagt, die Leute aus Berlin sagen das, ich nicht. Aber weißt du, wer mächtig ist, der 2-1 macht. Es steht 1-1. Wer 2-1 macht? Leider, du willst ja. Und Ende, guck mal, Mickey ist auch nicht ein kleines Kind, der ist auch schon ein älterer.
Wallahi, guck mal, in welche Situation manchmal wir reingehen. Ende, wichtigste ist Respekt miteinander haben, weißt du. Also Ende, wir sehen uns auf jeden Fall. Zwei Bergen treffen sich nicht, aber wir werden uns irgendwann... Ja, aber Respekt wird hier ganz klein geschrieben auf TikTok. Also du hast keinen Respekt, also ich mach keinen Respekt, sagst du. Diese Respekt ist wie diese AGBs, was du nicht erkennst, wenn du das liest. Guck mal, ich sag dir, ein paar Leute haben hier, weißt du noch, damals geschossen, Ende, was passiert, jetzt schämen die sich alle. Ende, ich bin immer noch gleicher Platz und ich bin immer mit gleichen Leuten zusammen. Ich war sogar, wo du bei mir warst, ich war heute den ganzen Tag auch bei ihm. Janni, diese Lüge hin und her rein, ich bin satt für diese Sachen. Wallah, ich bin Kurtibo, ich sag euch das, ich bin für alles bereit. Man kann mit mir reden. Wallah, wenn man die Sache nicht gewachsen ist, sollte man die Eier stecken lassen. Oha, ey, Wallah, red nicht über seine. Ich rede nicht über seine, ich rede generell. Ja, die größten, was ich je gesehen habe. Nach Nebel. Warum hattest du die in den Mund oder was? Warum hast du die gesehen? Nebel, guck mal, wer mit dir redet. Wallah, Nebel. Hörst du zu, dass er so mit dir redet, Nebel? Was ist doch mal, ganz kurz. Wallah, Miki, du hast geredet. Aber weißt doch, die Wahrheit, man weiß doch das. Ja, Allah. Aber soll ich ehrlich sein, Miki? Ich war ein Jahr in einer Beziehung mit Ibo, ja. Wir waren in einer Beziehung, er und ich. Wir waren mal zusammen. Ich mag sowas nicht. Hä? Wir waren doch zusammen. Warum muss man sowas verleugnen, Alter? Habt ihr 69er Stellung gemacht? Hey Ibo, ich vermisse dich, ja, Mama. Ich vermisse dich. Also, Barello. Du hast auch deine Aussage gemacht. Barello. Ja, habt ihr 69er Stellung gemacht? Was? Habt ihr 69er Stellung gemacht? Ey, Ibo, guck mal, was er sagt. Du und ich. Voila. Ibo, bin selber schuld. Du hast überall. Aber es geht um dich. Für mich, ja, haben wir. Ja, haben wir. Aber das. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn 69er? Weißt du das? 69er, du weißt nicht, was 69er ist. Woher soll ich das wissen, wo 69er ist? Soll ich dir erklären, Ibo? Willst du das wirklich hören, aber das ist hart. Oder ach, klein. Was hast du dir gesagt, das härteste? Wallah, soll ich dir sagen? Leib ist das, Wallah, Leib ist das. Was redet ihr hier zu reden? Guck mal, wir sind genug. Darf ich sagen, Ibo? Nein, mein Freund hat mir gerade gesagt. Geht nicht, ja. Nein, sowas passt nicht. Weil Endeffekt, wir sind Vater, wir haben Kinder und Familienvater sind mir eigentlich. Was haben wir, sehr gute Einstellung. Ibo, Wallah, sehr gute Einstellung. Effele. Siehst du, bei Ibo gibt es auch Grenzen. Nabil, was plant Barello Nabil? Was plant er schon wieder? Wallah, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was er vorhat. Wallah, ich war gestern auch bei Dings. Ich habe auch ein bisschen ihn auch angeschimpft. Gestern war ich bei Dudi zu Hause. Ich war bei denen eingeladen. Wallah, ich habe auch über dich auch geredet. Ich habe gesagt, was du machst, ist nicht richtig. Also. Über mich? Nein, wie der sich mit dir. Ja, ne, was hier, ich habe das gesehen, wie der sich benommen hat gegen dich über. Ich habe gesagt, Endeffekt, ihr seid gleiche Landsfolge, ihr müsst zusammenhalten. Und wie du dich benehmst, ist nicht richtig. Wegen seiner Benehmung. Nicht wie dich, für allgemein. Er und Yusuf, habe ich darüber auch geredet mit den beiden. Und du fandest das nicht korrekt von denen? Ja, steht wahr, ich weiß, das geht nach 10 Minuten. Rauch bitte nicht mehr hier. Ich rauche nicht. Miki! Ebo, und du hast ihnen gesagt, dass sie nicht richtig gemacht haben, ja? Aber ihr beide kommt noch. Wer ist mächtiger von euch in Berlin? Wer ist krass? Achso, ja, ich warte nur, schreib mir, ne? Mit welchen Libanesen warst du unterwegs? Warum soll ich das fragen? Ja, was willst du, Barella? Was willst du? Wer von euch beide ist krasser in Berlin? Du bist der krasseste, Barella. Du bist der krasseste. Was bin ich, Alter? Wallah, mich nimmt keine Ernst. Also, du bist der King. Du bist der King. Bist der King der Kings. Du bist der Baba aller Babas. Ja. Schüre, Miki ist wirklich mächtig in Berlin. Keiner kann ihm was. Bruder Barella, die Kraft kommt nicht von hier, Bruder. Die Kraft kommt von hier, Bruder. Aber diese Kraft ist stärker als ihre Kraft, die hier ist. Bitte, Ram, danke für Rosen. Mach dir Rosen cool. Mann. Das ist krass, die Kommentare, ja, Jeremy. Direkt, die schießen auf jede Seite, ja, Jeremy. Ja. Alle tippen. Alles Platz, Patron. Hey, Miki. Ja. Du bist ein mächtiger Mann, übertreib mal nicht, ja? Wallah, auf TikTok und so. Du bist krass. Dankeschön. Du bist krass. Na, du sagst, du bist ein mächtigster Mann.
Wallah, Wallah, die Beste ist, du bist der beste Rapper. Wallah, ich gucke immer deine Lieder. Meinst du mich? Nein, nein, Barello meine ich. Barello ist der beste Rapper, ja. Ja, ja, danke schön. Ja. Er sagt auch zu jedem zweiten, beste Rapper. Ja. Bei Allah, ich hab bei Allah, bei Allah. Ich habe ein Video gesehen mit hey, Miki Abi. Ich bin auf Insta, ne? Ich bin auf Insta gerade. Wallah, lass ein Video an Ertunj Abi schicken. Grüß ihn mal. Miki. Hallo Ertunj Abi, ich bin... Du bist schon ein kleiner Wussi. Ey Miki, zeig dich doch! Ich glaube, Barello muss nur noch so abkriegen. Wallah, ey, du übertreibst, Miki. Wallah, du willst nicht mal ein... Barello, du bist schon ein Wussi. Du willst nicht mal... Miki, du hast letztes Mal gesagt zu Barello, er soll nicht mit ein paar Leuten nicht live gehen, stimmt das? Ja, ja, ich hab ihn gesagt, mit zwei Leuten. Ja, hab ich gesagt, also mit zwei Leuten nicht reingehen. Das heißt, der Barello hört nicht. Der macht immer, was er will. Bruder, Barello lügt, er schwört bei Allah und er lügt. Nein, Miki, ich hör auf dich. Ich würde niemals mit Dude und Josef reingehen. Ja, aber er geht immer. Jamal geht doch, was? Jamal, guck mal, Josef wollte vorhin reingehen. Ich hab zu Ibo gesagt, tu nicht rein. Stimmt das, Ibo, oder nicht? Wegen aus Respekt. Aber du schwörst und lügst immer. Aber mit Dudi hast du geklärt. Ja, hat gerade gesagt. Spielt keine Rolle, ob Dudi, Mutti. Ich meine generell, du schwörst und lügst immer. Ja, möge Allah mir vergeben. Also willst du einen Bruder bloßstellen? Nein, aber du darfst nicht die ganze Zeit auf Allah schwören und lügen. Ja, natürlich. Ja, aber du musst mir sagen, möge Allah dich recht leiten und dass du es abgewöhnst. Aber du nimmst es ja aber nicht ernst. Bloßstellen, weil am Tag mit Allah bloßstellen. Wenn du so nimmst es doch nicht ernst. Du nimmst es doch nicht ernst, Barello. Natürlich nehme ich das ernst. Leider nicht. Lass ein grünes Video machen. Jan, ich küsse dein Herz, Jan. Ey, chill mal, Junge, Wallah, ich hab nicht mal. Ey, Wallah, Miki, du übertreibst, Wallah. Ich schick dir ein Video. Wie? Ich schick dir ein Video, mach dir keine Sorgen. Nebil, was machst du? Ja, Bruder, ich bin geil, ist der Ertuj? Ist ein Abi von uns. Okay, aus Berlin? Der Mensch ist aus Berlin, Junge. Er sagt immer der Mächtigste, oder Wallah, ich raste aus. Für Barello ist jeder Zweite der Mächtigste. Wallah, ja. Ibo. Ich weiß, der Mächtigste soll Arafat sein. Barello, willst du auch der Mächtigste werden? Ja. Barello, willst du auch der Mächtigste werden? Nein, nein, lass mich TikToker sein, ich brauch Rücken nur. Du willst lieber Popeler sein, wa? Nein, guck mal, ich habe einen Rücken, das Nebel, der bleibt da wie Monster, Alter. Keiner kann was sagen, weil du dein Herz. Ey, nichts mehr rauchen, ne? Nein, ich rauche nicht. Warte mal, Alex, ich hätte dich gebläst. Ganz kurz. Aus Kreuzberg, einer ruft mich an. Warum? Ich weiß nicht, was er will. Ganz kurz. Weh aus Kreuzberg ruft mich gerade an. Ja? Ganz kurz. Weh. Aus von Kreuzberg. Wer ist denn weh, Herr Salami? Ja, kann ich den Namen nicht sagen. Er hat Anruf bekommen, damit er nichts Falsches sagt. Mit weh? Kommt ihr nach Berlin oder kommt ihr nicht, Nabil? Ich warte, weil Barello, wann sollen wir gehen? Ja, ich hab Angst, Wallah. Was hast du Angst? Vor was hast du Angst? Ich will mich mit Erdnuss treffen, aber irgendwie habe ich viel zu viel Angst, Wallah. Er darf seinen Namen nicht mehr erwähnen, Wallah. Er darf seinen Namen nicht mehr erwähnen. Ja, dann erwähn doch nicht. Warum erwähnst du noch? Ich wollte ein Grüßvideo, Wallah. Damit er sieht, dass ich gut mit dir bin. Weil du bist gut mit denen. Komm doch einfach nach Berlin und das war's. Ja, schon, aber ist krasser, wenn ich zeige, dass ich mit einem krassen live bin. Nur ein Video, bei Allah. Nein, hör auf damit, Barello. Okay. Wie du willst. Wenn du nein sagst, dann nein. Aber Nebel, zum Beispiel einer ist krass in Bochum. Und ich zeige, dass ich mit dir bin, dass ich mit Nebel bin. Komm doch besser rüber, als wenn ich einfach so sage. Aber vielleicht kennt er mich nicht. Ich bin da. Die haben mir jetzt Auto geschickt, die wollen, dass ich Kreuzberg komme. Warum? Wallah, ich meine, da gibt es ein Problem gerade. Und du musst klären? Nein. Ohne Ibo geht doch nichts. Die wollen mit Tschüss Ibo. Er meint, geh nicht von live raus, komm so mit live zu mir. Wallah? Wallah, ist ernst.
Ehrlich, sollen wir also sehen? Ja. Dann mal. Miki, du kennst ihn auch. Sehr gut. Ich kenne ihn auch sehr gut? Ja. Ja. Aber wenn du schon sagst, wo du hingehst, dann sag doch, wie er heißt. Aber vielleicht darf er seinen Namen nicht sagen. Wolle oder was? Du hast auch Barello den beleidigt. Hä? Barello hat den letzten Mal auch beleidigt. Wolle oder was? Hä? Wolle? Nein, nein. Weil Wolle wird mit V geschrieben, falls du Wolle bist. Nein, mit W. W. Mit W? Wolle. Der hat auch hier in Berlin ein paar Mal geschossen, auch. Jeder kennt ihn. Den meint er nicht. Ich kenne niemanden mit W. Walid? Nein. Egal, ihr seht ihn gleich. Ich bin gleich bei denen. Aber was will er machen, Ibo? Mach uns keine Angst. Wallah, ich weiß nicht. Er sagt, ich hab die S-Klasse jetzt geschickt. In 10 Minuten kommst du runter. Du machst auch live nicht zu. Du kommst so mit live hier zu mir. Wegen uns? Ja. Ich weiß nicht, was los ist. Wallah, ich muss ganz kurz raus. Ich muss einmal aufladen. Und ich komme, warte, nach diesen Minuten. Ich gehe raus. Ich lade mal an, dass live offen bleibt, wie ich da hinkomme jetzt. Mach dir doch einen Vertrag für 20-3 Show, Ibo. Wallah, ich ja, Wallah. Wo ist denn das in Kreuzberg? Hä? Wo in Kreuzberg? Wallah, ich weiß nicht, ich kenne die Straße nicht. Ja? Dann mach. Ich muss einfach warte. Ihr wird doch gleich, wie ich da hinkomme. Schauen wir mal. Ja. Wallah, ich weiß nicht, ob ich jetzt Kugeln kriege. Sag mal nochmal dein Zettel, Herr Ibo. Wir sehen das nicht, sag mal. Zeig doch mal, wir sehen das nicht, ja? Das ist einfach irgendeine Rechnung. Bruder, das sind Pfandflaschen. Ne, das ist eine Rechnung. Zeig mal, Ibo. Er muss Pfandflaschen abgeben, geben, Bruder. Oha! Er übertreibt, ne, Ibo? Er übertreibt, er sagt, du musst Pfandflaschen abgeben. Jawohl, mach Screenshot, hol durch den Code. Nimm einen gut ab, schnell. Vielleicht soll ich nehmen, ist kein Problem. Das war ja, also, wir haben Mali. Noch da. Leute, ihr müsst alle tippen. Komm, tippen, tippen, tippen. Nur tippen. Und alle, bei mir Schuschauer, 800 Leute zu Miki gehen. Wallah. Alle Schuschauer zu uns. Ich mache gerade mit Miki eine stabile, eine stabile Kooperation. Ja. Ja. Hast du das heute gemerkt, Miki? Hä? Wie schön ist das? Wie schön das ist? Also, das ist ja von Ibo zu mir. Hm? Aber ja, ich bin jetzt neugierig. Ich mach mal, ja, ich mach mal, ich lade mal auf, ich komm sofort rein, halt bis gleich. Mama, ich bin neugierig jetzt. Na der. Ja. Gib mir die. Nebel. Barello, glaub ich, geh auf. Ja, ich. Warum? Ich will PlayStation spielen, Mann, das ist langweilig. Ertunj hat ihn gerufen, er darf nicht mehr den Namen sagen. Nein, das hat nichts mit Ertunj zu tun, glaub ich. Nein, hat nichts, nein, hat doch nichts, damit zu tun. Seine Leute werden ihn sagen, er erwähnt nie wieder seinen Namen. Bei Allah, wer seinen Namen erwähnt, nur seinen Namen erwähnt. Warum erwähnst du denn seinen Namen? Hör auf damit, Barello. Ja? Weil er ein Bruder von mir ist, ich liebe ihn. Es ist was anderes, wenn ich sage, der ist der mächtigste auf Deutschland. Dann ruf ihn doch an, Bruder, ruf ihn doch an. Schreib ihn doch auf Instagram. Hab ich schon. Er hat Angst, Herr Selme. Komm doch nach Berlin und dann wirst du ihn kennenlernen. Ja, aber du lässt mich nicht mal ein Blödsvideo machen mit dir und so, damit er sieht, dass ich gut mit einem bin, mit Kumpel von ihm. Also bist du Kumpel von ihm oder nicht? Dann schreibst du, dann rufst du mich privat an und machst mit mir Privatvideo, Bruder, anstatt hier auf TikTok. Ja, aber trotzdem. Sei mal ein bisschen schlau, Barello. Ich geh ein bisschen PlayStation spielen, ne? Okay, Neville, das hat mich gefreut, lass mich ein bisschen mit Miki. Hallo, wieder ein bisschen, Alaikum, Bruder. Viel Spaß, Habibi, Salam. Alaikum, Salam. Oh, Miki, du bist... Allah, du bist harte Nummer. Bei Allah. Willst du jemand reinhören? Nein, wollen wir matchen? Voila. Komm, wir machen, damit nicht immer wieder diese Anfragen kommt. Erst dann nimmst Leute rein. Nein. Hey, Miki. Hey, Barello. Wie lange kennst du Ertunj eigentlich? Wem? Ertunj, Berlin. Bruder, warum fragst du immer wieder diese Sachen, ja, Bruder? Ja, aber wie lange kennst du so? Bruder, Wallah, du fragst so solche Fragen, ich weiß nicht wieso, ja, Barello. Was erhoffst du dir dabei? Dass meine Freundschaft mit ihm auch stärker wird und mit dir. Weil du bist auch nicht. So machst du doch keine Freundschaft. So wie du machst, machst du doch keine Freundschaft. Kennst du?
Ich hab, doch gesagt, komm nach, ich hab dir gesagt, komm nach Berlin. Komm doch einfach nach Berlin. Mit dir kann auch keiner was, ne? Du bist auch krass. Habe jeder kann jedem was. Wie meinst du? Boah, das ist hart, ne? Das ist schon hart, was du gerade gesagt hast. Wenn man ist, dann kann jeder gegen, jeder kann dann immer was machen. Was heißt jeder? Also nicht jeder, denke ich nicht. Abi. Stoppst du schon wieder? Nein. Wallah, Barella, du bist nicht normal, Bruder, Wallah. Nein, wir reden miteinander, sonst könnte ich nicht antworten. Guck mal, du gehst wieder diese Fitna ein, ja? Wallah, deine Ohren werden wehtun, wenn ich die ziehe. Abi, ich habe so Respekt vor dir, Wallah. Sieht man. Ich schwöre, Abi, letztens habe ich jemanden gefragt, nee, ich will seinen Namen nicht erwähnen, über dich. Wallah hat gesagt, lieber mach eine Späßchen mit ihm. Wallah. Dass du krass bist und so. Hat Anruf bekommen, jeder eine Rose. Wallah, dieser Abi ist wirklich krass, Leute, ja. Aber er hat immer noch gestimmt, wa? Wallah, nein. Junge, jemand ruft dich an, Alter. Oh Mann, lock mal, danke. Jeder. Mich ruft gerne an, die sagen, das stimmt die ganze Zeit. Denkst du? Hab ich? Nein, mach diese Harakat, Wallah. Dodo, lach an die Futter an, du schufliert, wir haben ja mal Sturm. Abi, vertrau nicht ihnen. Lock mal, danke. Pera, danke. Luana, danke. Das sind doch deine Leute, die doch sagen. Na, wie viele Leute hast du drinnen? 700. 700. Ich habe 11.000. Wie sollen das meine Leute sein, wenn meine Leute bei mir sind? Ja, wenn 11.000, können die nicht rüberkommen, ein paar Leute? Nein, weil das bleibt stehen. Wenn meine Leute rübergehen, das geht das, dann geht 10.600 oder so. Kannst du eigentlich das deutsche Alphabet? Boah, das ist schwer. Nein, nicht, doch, aber nicht nach der Reihe, so, weißt du? Also. Sag mal einmal auf. Warst du nicht? Alphabet. Nein, ich schwöre, ich. Lochmann, Baba, danke. Mal, wer mich noch kennt. Kennst du noch Dode 44? Wem? Dode 44? Dude? Dode 44. Nein. Nein, absolut. Ich bin Weiter, Leute. Kommt, Leute, einfach nur tippen, Leute. Tippen, Leute, tippen, kommt. Kommt, wir zeigen Barello, wo es lang geht. Kommt, tippen, Leute, kommt. Live. Kommt. Für jenigen, der ja, nicht stumm tut, kommt. Einfach nur tippen, Leute, tippen. Wallah? Ey, Miki, kannst du abbrechen, weil Ibo wieder rein. Dann muss ich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen? Warte. Nein. Ey, Ibo. Ich bin live. Ey, komm nicht rein. Okay. Komm nicht rein. Okay, Alter. Bis ab. Nein, Alter. Tu dir rein. Tu Ibo rein, bitte. Ich kann ihn nicht reinholen, weil ich hab ihn nicht als Freund und ich sehe nicht, wer bei mir live ist. Bring ihn rein, aber Barado, bring ihn rein. Komm, Leute, einfach nur weiterleiten. Warte, bis er live kommt, ja. Boah, Alter, finde ich nicht, warte. Barello, wie oft hast du diese Chips gegessen? In dieser Strafe? Chips? Zweimal. Zweimal? Ja. Gegen wen hast du verloren? Gegen Momonius. Beide Male, ja? Er hat Einladung deaktiviert, ja, der Ibo. Ja. Ach Leute, ach, ich schreibe nur Mist rein, Wallah. So traurig, dass ihr einfach nur so behindert seid. Warum? Was schreiben die? Nur behinderte Sachen, die ganze Zeit. Ey, ich kann dich nicht einladen, Wallah. Hallöchen mit Öchen. Ja, schick mir ein. Geh offline und wieder online. Du machst Einladung deaktivieren. Du darfst es nicht deaktivieren, du musst ein bisschen warten. Heide.
Nibu übertreibt halt da, Rumba. Wer muss sich entschuldigen, Barello? Barello? Der Ibo, er hat Namen erwähnt, die er nicht erwähnen darf. Und er muss sich jetzt entschuldigen? Ja. Dann bring ihn rein. Er muss für seine Worte gerade stehen. Schau mal den an, Walla, diesen hier, ich werde ihn jetzt blocken, weil der geht mir richtig auf den Sack. Hier, dieser krasseste aus Berlin. Wer ist mächtiger von euch beiden in Berlin? Wer? Bruder, vor uns sind noch große Leute. Soll ich dir sagen? Willst du hören? Nee, ich weiß ein paar Namen. Sag nicht. Nee, ich sag dir, der Nummer 1 ist... Allah subhanahu wa ta'ala. Amen, das ist sowieso so, Alhamdulillah. Auf jeden Fall. Michi, warte mal, lass mich reden. Der Nummer 1 ist seine große AB. Ja, weiter. Danach kommt mein Onkels. Danach kommt, was du gerade Namen genannt hast. Danach kommt noch die anderen. Jetzt holen die wegen, weil wir gerade über den Namen geredet haben. Jetzt wollen die, dass sie mich, wollen mich sehen jetzt. Wegen wen? Wegen Barello alles. Weil du ganze Zeit immer mächtiger und mächtiger. Ich sage dir, Junge, keiner kann seinen Namen erwähnen. Gib mal diese Ermannet. Boah, Leute, ihr glaubt nicht, Leute, wie viel macht. Gib mal diese Ermannet. Guck mal, wegen dir, ich muss jetzt mit Ermannet da hingehen. Du bist bescheuert. Warum? Glaube ich nicht. Ivo, guck mal. Glaube ich nicht. Wallah. Wallah, geh live da. Miki, ich gehe jetzt live, ich mach live gar nicht aus. Wegen wem? Jetzt habe ich nicht verstanden nochmal. Weil wegen seiner Dummigkeit. Er ist gerade in Hannover und redet über Berlin. Und weil ich zwei Wörter rede, die Leute berührt das. Ja, er hat der Tunge erwähnt, geht nicht, Wallah. Hat er Balchonks? Habibi, ich bin Balchonks? Ich bin Kürti, ich hab vor niemandem Angst. Vertrau mir nicht, Alter. Das hat mit Angst nichts zu tun, aber du darfst keinen Namen erwähnen. Mensch, du erinnerst dir den Namen, nicht ich. Ich erwähne auch, aber ich liebe ihn. Ich liebe nur mich. Hast du verstanden? Ich liebe Allah und ich liebe sein Leben. Ich liebe, dass ich irgendwann ein Messer von einer Kugel irgendwo kriege. Barello, ruf mal bitte Momo an. Ach, das hat er Bestattung immer noch nicht gemacht? Doch, er hat 4 Universum geschickt, jetzt muss er noch mal 2 schicken. Ruf ihn mal bitte an. Oha, hat er wirklich die 4 Stück geschickt? Ich schwöre, jetzt muss er noch 2 schicken. Wallah, aber es geht um gute Zwecke jetzt. Warum schickt er dir nicht normal PayPal, dann ist doch besser, damit nicht Prozente weggeht. Ja, Wallah. Hat dich jemand deine Meinung gefragt? Sag dir meine Meinung. Guck mal, wie du aussiehst, der Selami, wie ein Eri. Du schaust aus wie ein Gem mit deinen Segelohren, Alter, wie ein Elefant. Guck mal, wie du aussiehst, der Selami, Teufel in Person. Ich kann fliegen mit meinen Segelohren. Du bist ein Teufel in Person, ja. Segelohr, sei ruhig. Er hat was Gutes gesagt. Er sagt lieber 700 Euro, dass du nur die halbe kriegst, du kriegst die ganze. Ey, Miki. Das ist ein Teufelsgesicht. Miki, hast du ein zweites Handy? Ich weiß, in deinem Arsch ist mein zweites Handy. Hol ihn raus. Nein, Miki, warte mal. Du kannst auch in unsere Moschee spenden, wenn du Lust hast. Wallah. Boah. Moschee spenden. Moschee, in unserer Moschee, was wir gerade bauen. Wallah, kein Witz. Inshallah. Ja, nicht immer Inshallah. Ich spende doch jetzt was. Wenn du jetzt so redest, mach jetzt. Ich mach doch nicht für dich. Nein, für Moschee, nicht für mich. Jetzt, komm, mach. Nicht immer Inshallah. Ich mache, wenn ich es sage, nicht wenn du sagst. Du Teufelsgesicht. Ändere mit deinem Körper. Du Siglo, schau mal, du hast sogar einen Nussknacker, große Augenbrauen wie Herr der Ringe. Ändere mal deinen Namen, ja. Und so kleine Minischultern wie Sandra. Wie kann man den ernst nehmen? Ja. Du hast wie ein Küken gekämpft, Herr. Dann hat das jemand dir gesagt, eigentlich? Küss meine Hand. Küss meine Hand. Küss meine Hand. Wie ein Küken gekämpft. Wie ein Küken hast du gekämpft. Ja, hat das jemand schon mal erzählt? Hat der jemand, der Lispelt auch noch. Spaghetti. Sag mal, das hat jemand erzählt. Hat das jemand erzählt, wie ein Küken kämpft? Ja, wir werden doch Live-Match machen. Er kämpft wie ein Küken und macht jetzt hier einen auf Mann. Ja. Ibo, was sagst du denn dazu?
Wallah, ich hab doch gerade meine Meinung gesagt. Aber hört keiner. Nein, 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 ich meine wegen dem Krampf. Hat er nicht wie ein Küken gekämpft? Sei ehrlich. Diese Küken soll bei dir reingehen. Jeder, guck mal, ich sag immer das. Jeder Mensch hat eine Art und Weise, wie der Joghurt ist. Junge, was für Joghurt, Junge? Was hat Joghurt mit uns zu tun? Wallah, deine Schnauze, lass. Du redest über Joghurt. Wallah, wir reden über Stress, er sagt Joghurt. Das gibt das Problem ist bei Ibo ist, es gibt immer türkische Sprichwörter, die er immer 1:1 auf Deutsch übersetzt und das funktioniert nicht. Ja, Bruder, aber ich höre was anderes. Engel, Momo, es war jetzt keine auf, was hört der? Was hast du? Ach, Engels Gesicht, ja, warum hast du so einen Namen? Mach mal deinen Namen weg, ja. Hörst du mich? Ja. Ich hab dir 4 Unis geschickt. Geh schlafen jetzt und lass mich in Ruhe! Nein, du schickst noch 2. Nein, Wort ist Wort, nein! Wort ist Wort, nein, hey! Kommt, Leute, nur tippen, Leute, kommt! Siehst du, Leute, euer Betrüger und sowas spendet ihr? Fisabilillah, Habib, wenn man spendet, macht man Fisabilillah. Hey, weil er ruft ihn nochmal an, er soll spenden. Weil sonst werde ich wieder asozial. Tim, Leute. Aber warum hast du Stress mit Miki? Miki ist der mächtigste aus Berlin. Einer der mächtigsten. Ebe, warum gehst du nicht? Wohin? Musst du nicht gehen? Doch, Auto. Die Schellen da. Was ist das für eine S-Klasse? So lange braucht sie. Wo bist du? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich höre ihn nicht, ha? Ich höre Engels Gesicht nicht. Dir deine Rose, Leute, komm. Für Fortnite, danke für Rose. Mach die Rose. Hört ich DJ, danke. Boni, danke für Rose. Ich höre Engels Gesicht nicht. Aber der ist so süß, ja. Wer? Ich höre ihn nicht. Engel ist krass, Junge. Wallah, als ich seinen Kampf gesehen habe, habe ich gesehen, wie krass er ist. Miki, nicht jeder kann kämpfen. Mit Worten ist das krass, Wallah. Auf TikTok kann keiner gegen ihn was. Ja. Leute, schau mal, er hat mich gerade angerufen. Ja. Sieht er will nicht mal Moscheegeld spenden. So ein Betrüger-Typ ist der. Der sagt, es reicht. Was habe ich letzte Zeit wegen dir? Ich habe meinen Fernseher kaputt gemacht. Ich habe meine Klamotten gerissen. Ich war in ein paar Wasser drin. Danke, Sherry, danke. Ja, Rosino, danke. Ivo, wo bist du in welchem Bezirk? Ich bin Kudam. Kudam? Oh. Ich kann nur Kudam bleiben oder Grünland. Green Lager und alle Green Lager. Ja. Leute, ich spende, wie ich will, wann ich will. Nicht, wenn jemand mir sagt, dass ich spenden soll. Ja, normal, ja. Das ist deine. Ja. Kann keiner sagen. Keiner ich habe eigentlich nur gesagt, er soll doch lieber direkt spenden, anstatt der Universum schickt. Wallah, Barello, lass es nicht sein, Herr Selemi. Ja, warum? Was mach ich denn? Barella, du hast doch Replay, warum machst du das? Abi soll dir von hinten geben, Abi. Warum sagst du was, Abi? Warum? Weil ich das auch sage. Was? Warum sag ich das? Was? Warum? Guck mal, Engel, ohne Salam, Alim, ohne nix. Jeder macht was er will, ja. Guck mal, Respekt ist zwischen Menschen tot, ja. Guck mal, wem du reinbringst. Guck mal, wem du reinbringst. Hallo. Hi. Hallöchen. Hi. Wie geht's euch? Sabina, kennst du Miki? Gut. Ich kenne ihn, ja, ich glaube, ich habe ihn auf meiner For You gesehen. Einer der Mächtigsten aus Berlin. Das freut mich. Ist der beste Freund? Und Barello ist auch einer der mächtigsten aus Berlin. Ja, er behauptet, aus Hannover und Berlin. Er behauptet, er ist Freund von Ertug Abi. Ich weiß nicht, was stimmt. Guck mal, was er wieder sagt. Barello macht dich nicht lustig, Mann. Martina, ich war nicht lustig, Wallah, so behauptet er. Ey, kürt Ivo, deine Sprüche sind hart. Ivo, hast du gehört, was die über dich sagt? Wie war die Chips? Wie war die Chips? Lieber meine Mutter weint. Nee. Kannst du sagen. Doch, schon richtig. Lieber meine Mutter weint als ihre. Eure. Andere, das ist. Dieser Anruf hört dich auf. Wallah, dieser Anruf. Allahu alem.
Das ist ein Ohrwurm auch von Ibo. Du hast bei jedem das jetzt in seinen Kopf gelegt. Ja. Medina, wie geht's dir? Was hast du gerade gesagt? Ja. Ach gut, Alhamdulillah. Was bist du eigentlich für Nationalität, Medina? Afghanin. Und Afghanin? Medina, du hast eine Aussehen. Mala, was nur, Dankeschön. Ja, nee. Wie kommst du auf Barello? Sag mal, erklär mir mal das. Also, er ist süß, Barello ist süß. Nein, ich kenne ihn schon von damals. Ja, sie steht auf ihm. Ich bin immer live. Nein, der kennt uns. Lüg doch nicht lang, Barello. Du sagst doch immer, sie schreibt mir und so privat. Nein. Oh nein. Nein. Hör doch auf zu lügen, ja, Barello. Berlin, hast du schon mit denen getroffen? Nein. Junge, wir wollten uns doch treffen, aber der macht halt rein. Mit wem würdest du dich gerne mal treffen? Mit den Mädels gerne. Ich weiß. Ich meine, wenn wir in drei. In welchem keiner mehr. Wenn wir drei sind. Ich weiß. Ich mach doch absichtlich gerade. Ich würde, also wen ich sehen würde, ist euch. Oh, ist eine gute Frage. Also, warte, ich guck mal halt. Ja, das ist geil. Ich würde gerne Maskell also treffen, weil der schon sehr lustig ist. Entscheid mal, Maskell. Ich rede von uns drei. So. Was? Das ist Jamals Onkel. Das ist doch klar, Bruder Barello. Jamals Onkel, der Mächtigste aus Berlin. Weißt du, was eine Macht der hat? Wallah, auf TikTok traut sich keiner was über ihn zu sagen. Ibo. Keiner kann ihm was, keiner. Ibo. So, ich finde mal den Mann auf TikTok, der gegen ihn das sagt. Finde mal einen ihr. Guck mal, selbst ein Ibo, der so krass ist, als sich bei ihm entschuldigt. Ibo. Barello, machst du nicht einer Fitner, der Menschen ist, als sich bei ihm entschuldigt. Barello, du bist so ein Fitner-Boy, Selami. Nein. Madina, du musst überlegen. Ibo ist krass. Der musste sich bei Mädchen entschuldigen. So krass ist er. Ich habe mich nicht bei ihm entschuldigt. Ich habe bei seiner Mutter entschuldigt. Hör auf damit. Ich entschuldige mich bei Menschen nicht. Boah. Und mein, Jolla, du bist so ein Kelp, machst nur für dich. Guck mal, wir haben 2 Uhr noch. Dankeschön, H0-4-0. Ich küsse dein Herz, danke dir. Aber mit Barello ist ein fitner Mensch. Poppelise. Und du meinst, guck mal, wegen dir 2 Uhr nachts, ich muss raus. Aber Barello? Ja, aber ich hab dir gesagt, erwähne den Namen nicht. Barello? Ja. Das ist doch Medina, oder? Du hast mir doch immer gesagt, gibst eine Medina und so, du schreibst mit ihr, du flirtst mit ihr. Ja, ich stehe auf Medina, Wallah, ich stehe auf sie, aber. Nein, sie steht auf links, auf diese Du hast mir auch gesagt, sie erzählt dir immer gute Nachtgeschichten und so, wenn du schlafen gehst. Boah, Gänsehaut. Bestimmt nicht. Aber er hat gesagt so. Ja, aber das ist die Medina aus Stuttgart, Junge, du hast verwechselt. Barello, ich glaube, du musst schon die Wahrheit sagen, nicht? Aber du hast doch gesagt, Medina von TikTok. Junge, das ist Jamals Ex, Miki, übertreib mal nicht. Das ist dein Neffe. Du hast doch auch gesagt, aber. Ist nur dein Enkel, nicht Neffe, tut mir leid. Was für ein Enkel, Land, das ist mein Neffe. Achso, Neffe, genau. Ich bin nicht Jamals Ex. Hör auf zu lügen. Oh, Madina, genau diese Madina mag ich, die vor niemand Angst hat. Nimm mir mein Pass nicht weg, Barello, das ist nicht. Ey, Wallah. Ihr wart doch aber Partner, oder? Redet dein Wort wieder Internet weg. Habe, die S-Klasse ist gekommen, ne? Jetzt Barello, jetzt wegen dir. Barello, wegen dir, er wird jetzt Probleme haben. Ich schneide eben schon. Salam alaikum. Guck mal jetzt, was passiert, Barello, wegen dir. Das sind nette Leute. Was ist das? Doch nur Barello macht ein bisschen Fitner. Haben die dich rausgelassen wieder, Ibo Abi? Achso. Andere nein, Seite. Die wollen, dass ich in die Mitte gehe, aber ich gehe nicht in die Mitte. Aber Ibo Abi, ich habe eine Frage. Ja. Was passiert jetzt? Danke, Keine Ahnung. Dankeschön. Danke dir wirklich. Für alles. Weil er ist ja einfach, jetzt, Ibo muss jetzt mitten in der Nacht rausgehen und irgendwelche Probleme haben. Alles wegen dem Menü. Weil er nicht seine Fresse halten kann. Keine Ahnung, was war. Teufelsberg. Auf jeden Fall der Kreuzberg. Nicht Teufelsberg? Kreuzberg. Ich hab Teufelsberg verstanden. Nein, Kreuzberg. Arlen? Arlen. Mit wem? Zeig mal die Männer daneben, weil ich darf nicht jung sagen. Sind das richtige Männer? Stabile?
Die sind sehr stabil aus Kreuzberg. Ich kann doch nicht über mit dir reden. Ich rede nicht mit dir. Abis! Abis! Hört ihr mich, Abis, daneben? Abis! Du musst erstmal sagen, du musst sagen, Salam alaikum. Salam alaikum, Abis. Alaikum salam. Die reden nicht mit dir. Abis, wenn ihr mit mir nicht redet und so, merkt euch eins. Ibo, der Krasseste, ist einer der Krassesten in Berlin, aber musste leider sich bei Miki entschuldigen, weil es gibt immer krassere Leute. Stimmt das oder stimmt das nicht? Baba, sieh nur Scheiß. Wenn die beiden sich jetzt wegen dir streiten, bist du schuld. Hör auf damit. Ja. Madina, fühl dich nicht, nur weil du hübsch bist. Wer ist hübsch? Wer ist hübsch? Also findest du sie nicht hübsch? Wer meinst du denn jetzt? Ibo? Ja, Madina. Ach so, ich dachte, du meinst Ibo. Ich hab doch gerade gar nichts über Schönheit gesagt. Ich hab doch nur gesagt, wenn die aber beiden sich streiten. Du bist hübsch. Das fällt da, Barella, fällt da. Du hast aber gerade gesagt, fühl dich nicht nur, weil du hübsch bist. Hat doch nichts. Hast du was nie gesagt? Das ist Filter. Egal. Filter ist. Nee, deine Rose nicht. Alles mal zwei. Aber ein hübsches Filter, Janne, ist trotzdem ein hübsches Filter, ja? Oha, zwei. Weißt du, was schlimm ist? Du steigst in ein Auto, du kennst die Leute nicht. Ob die Kurden sind, Türken sind, Araber sind, Tschetschenen sind, Albaner sind. Die reden nur einfach. Warum steigst du in ein Auto rein, was, wo du die Leute nicht kennst? Bitte, danke. Wenn das Befehl kommt, ist so. Kannst du nichts machen. Dann gehören die ja zu dir, dann sind das ja deine Leute. Oha, also willst du sagen, ja, prosig ist bei anderen, hä? Nein, die reden nicht, weil ihre Boss redet, nicht die. Wie lange braucht ihr jetzt bis dahin? 20 Minuten. Braucht, 15 Minuten. Um 15 Minuten. 15 Minuten. Ich bin mal gespannt, Barello, was passiert. Barello, lass mich nicht alleine. Ibo Abi, warte, ich schicke ein Video an Ertunsch. Ich sage Ertunsch, dass du gepackt wurdest von seinen Leuten. Nein, das... Ertunsch Abi, ich bin auf TikTok gerade live. Ibo hat deinen Namen erwähnt und dann wurde gepackt. Ich bin mit Miki, mit einer der Krassen aus Berlin. Soll ich das schicken? Wer? Wen? Und dann wurde gepackt, ich bin mit Miki. Ach, Barello, ach, wallahi, Güllah. Du bist nur in deinen Filmen. Und der Habibi, Kürtibu kann man nicht packen. Hör mal auf mit diesen Filmen. Nee, auf jeden Fall. Ja, ja, Abi, ja, ja. Ich selber entscheide, dahin zu gehen. Keiner kann mich packen. Was redest du? Sag mal ehrlich, Bruder, bist du mit Uber gerade? Uber, bist du mit Uber? Was redest du? Bist du mit Uber? Bist du in deinem Film? Oha, was redest du dir sagt, hörst du? Bist du mit Uber gefahren? Was bin ich gefahren? Uber? Nein, ich bin gerade mit S-Klasse, was redest du? Ja, gibt es auch Uber mit S-Klasse? Gibt es keine Uber-S-Klasse? Ich weiß nicht, welchen Film du bist, aber wir, ich höre immer, wird nur mit S-Klassen abgeholt. Bei. Mit S-Klasse abgeholt. Miki macht auf jeden Maskara, Leute. Miki juckt das nicht. Miki traut. Nein, Herr Jeremy, er wird einfach abgeholt von fremden Leuten, sagt er einfach. Er wird abgeholt mit S-Klasse. Das ist Mafia-mäßig langsam hier. Wir sind schon bekannt. Wir sind stabile Kurden. Aus Aachen. Es wird langsam Mafia-mäßig. TikTok wird langsam zur Mafia-TikTok. Ja, ja. Alleine live mit einem Schmerzzuschauer. Wer war das? Daniel, danke. Keiner von uns. Ein Bruder war von. Von Spandau? Ja, hat ihr keinen Zauber 15 Minuten? Ihr seht dann doch, wo ich bin. Wallah, ich hab's aber. Ich will unbedingt sehen sogar. Wallah. Aber mach keine Maskara. Ich kann mir auch eigentlich vorstellen, aber ich will mich mal überraschen lassen. Ey, Miki, du wohnst auch in Berlin. Wallah, geh hin. Fahr hin. Hilf ihm. Warum? Ach, da wird doch nichts passieren, Herr Selemi. Aha, 040, danke schön. Da wird doch nichts passieren. Ich kann euch nur eins sagen. Tag diese Straße geht. Gürtibor geht immer Nacht ein. Ich danke dir für alles, HH040. Ich danke dir tausend Dank an HH040 für alles, was der heute getan hat. Dankeschön. Danke dir. Wir haben gegen Barello gewonnen. Wallah, die hat gegen dich gewonnen, Barello. Zweimal. Ja, Leute, komm, zeig mal jetzt Madina, wie Barello gewonnen. Wallah, hier sind 1200 Leute drin und keiner tippt hier. Okay. Schämt ihr euch nicht?
gegen einen Afghanen könnt ihr hier niemals gewinnen. Hier ist ein. Lass mal diese Politik. Lass mal da rein. 040. Afghaner sind. Ich liebe Afghaner. Afghanen sind die krassesten. Na, hör mal auf, diese Politik. Komm. Afghaner haben auf jeden Fall das krasse Afghaner, ja, da hast du recht. Wir haben hier die ganze Zeit, also zweimal gewonnen und aber sag mir bitte nicht sowas. Ja, dann kommt das Deckmatch mit denen ab, wie sie verliert bei Barello. Barellos Leute müssen jetzt schießen. Für mich ist mein Land das Schönste. Ja, für dich, ja, kann sein, das respektiere. Ich liebe auch Afghaner, ja. Ich habe auch ganz viele Freunde. Ich kenne auch Familie, die kennst du auch vielleicht. Was? Familie Dorani. Kennst du Familie Dorani? Heißt Dorani? Nein, kennst du Familie Dorani aus Essen? Ich kenne diese Person, Wallah. Nee, ja? Guck mal, ich kenne jede Clan. Ich kenne jede Menschen, viele, die großen oben sind. Immer Respekt und die lieben mich. Guck mal, um diese Uhrzeit holen die mich ab. Ich bin gerade Besuch bei dir. Yani, mich, Kurt Ibo, kann keiner entführen, mehr führen und so. Das sind so Leute wie Barello. Nicht warte, Ibo, warte. Dich kann keiner entführen. Du hast recht. Weißt du warum? Weil du gehst freiwillig. Deine Politik. Du gehst freiwillig, Bruder. Ich habe keine Angst. Ich gehe immer so. Ich bin immer. Wo ich nach Berlin komme, habe ich dich angerufen. Ich komme jetzt. Ich habe den GPS-Standort. Lass mal diese raus, bitte, ja. Sonst, nein, Beispiel. Sonst geht nach hinten los. Angerufen. Boah, wie ich gerne dich auseinander. Ich habe dir gesagt, komm. Nicht du hast gesagt, du hast angerufen mit 12, du warst mit 40, 50 Leute, ja. Warst du. Nein, du hast gesucht, 2 Stunden, dass du mit 8 Leuten zu mir gekommen. Ich hab nicht gesucht, ich hab gegessen, denkst du, ich komm sofort, weil du anrufst, ich war am Essen. Oder guck mal, was vergessen, was früher ist früher, heute, wir gucken heute, was heute ist. Du hast dann aufgemacht, diese Thema, du warst mit 30 Leuten, du sagst mit 3, 8 Leuten. Ja, mit dir, Salami, Junge, wir sind. Jeder weiß, er gehört über uns, gehört über uns stabil. Er geht jede Tür rein und jede Tür raus. Von, egal wo der will. Mein Onkel hat gesagt, bitte beleidige keine Mutter mehr und so. Das passt uns nicht, du machst das nicht mehr. Habe ich versprochen. Ich mach nicht mehr. Ja, das geht nicht auf ihn ein, weil das Ibo hat sich verändert, wie es aussieht. Also, das ist wirklich. Alle Typen! Danke, PLT. Ach, jetzt noch 10 Minuten, bis er ankommt. Micky, du bist eingeladen, wenn ich gegen Barello boxe. Barello, mach dich doch fertig mit mir, Kurt Ibo. Kämpfe nicht gegen ihn. Was? Kämpfe nicht gegen Barello, kämpfe nicht. Wenn du willst, komm auch mit ihm. Au! Was? Keine Probleme. Oh, wenn du willst, komm mit, sagt er dir. Ich schau dich dumm und dämlich, hat er gesagt. Ihr beiden Afghanen sind die krassesten. Einer ist Afghaner, einer ist Albaner, einer ist Palästin. Was sind wir denn? Das ist the power of Afghanistan. Du bist halt niemand. We don't talk too much. We just snap. Hast du verdient, Medina? Alle diesen Spaß muss sein. Guck mal. Ich muss ehrlich sagen, Micky, ich mach Spaß. Sein, aber ich hab von niemandem. Allah, ich hab von niemandem. Ich weiß auch selber. Ich hab gerade allen bestätigt, dass du der krasseste bist, offiziell. Ja, Mann, kannst du rausgehen? Lass uns doch die Mitte in Ruhe. Ist die beste Stadt, Leute. Vielen, vielen Dank, HH040. Alle ein Herz für HH040 in den Chat. Ey, guck mal, 2,6, 30.000. Bei mir ist 400. Ist ja. Da sieht mein Bruder, dass ich nicht matche. Richtig. Dankeschön, H040. Wirklich. Alles zusammen. Dank. Aber Micky, ich habe gehört, du bist Hamburger, in Berlin erreicht. Und das? Hamburger auf die 1. Was? Dir geht's für den 7 sehr gut. Alhamdulillah, Bruder. Alhamdulillah. Allah soll dir nochmal geben. 5 Wochen. Allah soll alle geben, Bruder. Amen. Barello nicht, inshallah nicht. Yanımızda. Doch, Barello auch, aber Allah soll ihm auch noch ein bisschen Verstand und Moch geben, gehören. Ey, Madina, bitte geh raus, bitte, Madina. Hallo, du sagst zu mir, geh raus. Aber lass A. Ibo, wann bist du da? Ja, wallah. Der ruft ihn gerade an. Wie lange braucht ihr noch? Wallah, die haben Maske an. Zeig mal. Wie geht's mit? Dein Zwingling unterwegs, sehr korrekter Junge.
Na, guck mal, wir haben hey, zwei. Madina, es hat uns gefreut, Madina. Nein, lass sie doch, ist so gut, Walle. Ich höre sie nicht. Man hört sie nicht. Ich höre sie nicht. Ciao. Es greift dein Ego an, aber ich gehe raus. Der letzte Gedanke, ich habe gewonnen. Ich habe dich gerade nicht gehört, aber egal. Pass auf dich auf. Gehört, weil ich mich doppelt gehört habe. Danke. Jalla, pass auf dich auf. Ach, Leute. Barello, ich habe das immer gesagt, zieh mit einer Nase, dass andere Nase offen bleibt. Ich habe das zehnmal gesagt. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich habe ihn zehnmal gesagt, zieh immer von einer Nase, nicht beides. Und er Nase, jeden Tag ist er ein Problem. Also Barello ist kein Kind. Wallah, wer Barello zieht, so Dinger zieht er. Barello ist bestimmt seine Puppe. Wie sein Ampo. Oder Barello, sei ehrlich, Barello. Nochmal was? Sei ehrlich, aber okay? Was denn? Isst du manchmal deine Puppe? Nein, Mann. Nicht? Ich schmeiß auf Boden. Hast du keine Taschentücher? Du schmeißt einfach auf Boden? Wie lange brauchst du noch? Wie lange brauchen wir, Abi? 6 Minuten. Wallah, 1300 Leute, alle warten. Ibo. Ja, Bruder. Aber du musst ernst bleiben, Bruder, du musst ernst bleiben. Gürt Ibo vor den schlimmsten Menschen auch. Gürt Ibo ist immer so, wie der ist. Aber du musst ernst gucken, so richtig ernst, aber böse. Warum sein. Sagst du Abi zu ihm daneben? Warum sagst du ihn Abi? Ist er älter als du? Oder hast du einen? Ja, den älteren. Zeig mal, dass er älter ist. Glaub ich ja nicht. Die wollen nicht. Aus Nablus, Bruder. Aus Nablus. Er fährt gerade Richtung Kreuzberg. Wo, Kotti? Hä? Kotti? Nein, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Frag doch. Kochstraße, wer? Kochstraße. Kochstraße? Es gibt Kochstraße. Ja. Ich überlege gerade. Die ganze Kreuzberg gehört ja, alles in seiner Hand. Ne, bitte ist nicht live, Leute. Warte, ich ruf ihn. Ruf den Mann. Ahlan, Habib, Ahlan, Abushrik, Benablis. Ich küsse doch eure Herzen. Alle tippen. Nein, ärztlichen Uber. Ja, aber was gibt's denn da bei Kochstraße? Ich hab überlegt, was gibt's da bei Kochstraße? Welche Café gibt's da? Achso, okay, dann heide, ciao. Er kommt nicht. Warum? Er zockt. FIFA. Nein, ich kenne nicht von Aachen. Ich kenne niemand aus Aachen. Nee, auf jeden Fall. Ey, ich Daytona will rein. Ich bring ihn kurz rein. Aha, er ist rausgegangen. Muss? Vertrau mir. Es geht gerade um... Er kriegt jetzt bestimmt ein paar Nackenklatsche, wa? Ibo, Kurt, Ibo, kann niemandem was. Yeah, Ibo ist Luftpumpe, er labert nur, Wallah. Ich nehme keine Ernst. Vertrau mir. Ibo redet viel, wenn der Tag lang ist, Wallah. Warum aber? Junge, okay, er denkt, er ist krass, Wallah. Wallah, der denkt, er ist krass. Aber warum? Du machst ihn doch auch die ganze Zeit krass. Junge, ich verarsche ihn, Wallah. Warum machst du so etwas an mir? Wegen dir, er fühlt sich übertrieben krass. Fühlt sich krass, aber du hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ibo, der krasseste, hat bei mir sich entschuldigt. Du bist der krasse Junge, also ich bei dir entschuldigt. Ich habe nicht gesagt, du hast bei ihm. Wallah, du bist krass, wirklich krass. Mendrit, Paschko, Bueno, danke. Junge, was für Ibo, Alter, wer nimmt Ibo ernst heutzutage, Wallah? Du weißt selber, dass ich entschuldigt. Mit 40 Leuten ist er gekommen und du bist alleine hingegangen, oder nicht? Ich war nicht allein, nein, ich war mit 4, 5 Leuten. Ja, 4, 5 Leute mit, Miki, du warst krass. Doch, er geht auch gleich spielen, er geht irgendwo hin, auch gleich spielen oder er nimmt wieder diese irgendwo. Nein, ich bin kein Rapper, Leute, ich bin kein Rapper. Ich habe nur einen Künstler unter Vertrag genommen und, der heißt Matai offiziell. Was sagst du, Marino? Du sagst, sie ist okay.
Es ist gut, Leute, es ist gut. Aber. Barelle, was hast du heute gegessen? Barello? Ja. Mit wem schreibst du? Ich versuche gerade was zu klären. Was gerade zu biegen. Danke, danke an ihn. Was habe ich gegessen? Was hast du gegessen heute? Du machst Sport, hast du gesagt. Keine Ahnung, Sushi und so, Wallah. Ich achte auf Ernährung. Hier deine Rosenrede, mal drei. Oh, mal drei, Leute, komm. Aber du fühlst dich auch richtig. Du fühlst dich richtig, weil du mächtig bist. Du. Der poppelt hat die ganze Zeit. Ja, Junge, da ist was stecken geblieben. Schon was stecken geblieben, Herr Selm. Hol dir ein Silberbesteck von irgendwo und mach dann danke, richtig danke, raus. King, geh danke, danke, mach die Rosen cool, Leute. Komm, Raul, Sophia, danke für Rosen. Weiter. Aber danke für Rosen. Weiter, Leute, mach die Rosen cool. Weiter. Nicht geschafft. Und die Kiste. Komm, Verlierer macht Ansage an Manuelsen. Traust du dich? Was? Ansage an Manuelsen. Ich mach keine Ansagen. Komm, Bruder, komm. Was bringst du dir? Er kann dir eh nichts, Junge. Wallah, du bist krass. Aber ich mach trotzdem keine Ansagen. Warum? Warum soll ich Ansagen machen, ja? Willst du unbedingt eine Ansage machen, oder was? Junge, nur weil du mächtig bist, tust du so oder was? Willst du eine Ansage machen? Ja. Dann mach. Verlierer. Warte. Hallo. Komm. Okay, komm. Lad Ivo ein. Lad ihn ein, ich kann ihn nicht einladen. Das ist schon wieder 2 Uhr. Ich weiß auch nicht, was los ist. Versuch ihn einzuladen. Hier. Ich weiß nur eins. Ja, soll er doch stumm, Leute. Stumm wegen dem. Aber Ibo, wie, du verkaufst uns für Yasser, Alter, ohne Salam Aleikum. Ich wurde von dem ausgeschlossen. Was hat er gesagt? Warum habt ihr euch gestritten? Wegen was denn? Du und Yasser. Nein, wegen einem Mädchen. Die kommt rein und sagt zu mir, du bist der Letzte, den ich annehme. Russell, ich küsse dein Herz an, Russell. Warte mal, Bruder, warte mal, lass mal was anderes. Lass mal, ich bin gerade angekommen. Hallo, Bruder. Warte mal. Das sind alles Kurden und so, ich weiß nicht, was du siehst. Gerade auch, guck mal, 2000. Du sollst live bleiben, ja? Ja, normal bleibe ich live, warum? Was soll ich denn machen? Entschuldigung, dass ich Ordnung gesagt habe. Weil du tust mir leid gerade. Warum? Weil du sagst, was soll ich machen, ich muss. Nicht, so meine ich nicht, ich muss. Ich hab den Eier, das Schlimmste, was es gibt. Ich gehe überall, wer ein Problem hat. Nein, er meint nicht, ich muss, weil jemand das gesagt hat, sondern ich muss, weil ich das zeigen will, dass ich krass bin. Ja. So meint er. Deswegen muss er. Um den Leuten zu beweisen, nicht, dass jemand egal, gesagt wer, hat. Egal wer, wo ein Problem hat, ich gehe. Weißt du warum? Danach. Weißt du, was danach passiert? Ganz Berlin wird verbrannt, ganz Berlin. Nach nichts, sehr, sehr lange. Hör auf damit. Auf jeden Fall, Leute, hört auf, das zu glauben, was Ivo sagt. Guck mal, Miki, sag mal. Hast du gehört? Hast du gehört, was er gesagt hat? Wenn mir was passiert, ganze Berlin brennt. Ivo, hast du gehört, was der gesagt hat? Was denn? Nimmt nicht ernst, hab ich gesagt. Nimmt nicht ernst, was Ivo sagt. Nimmt nicht ernst. Er hat gesagt, hört auf zu glauben, was Ivo sagt. Hört auf zu glauben, was Ivo sagt. Guck mal, ich sag dir nur eins. Miki, du hast bis heute nicht gefragt, wer Kurti Boy ist. Wallah, wenn du richtig weißt, wer ich bin, wirst du diese Wörter niemals reden. Ich schwöre dir, wenn mir was passiert, tausende Menschen kommen. Guck mal, hallo, hey. Salam alaikum. Was geht's hier? Er muss ins Café jetzt. Jetzt wird gesprochen und an Männern, wallah. Salam alaikum. Ich muss jetzt ausmachen. Ja. Nee, du musst aufmachen. Nein, bleib. Salam alaikum. Ja. Er muss ausmachen. Ich bin nicht gerückt.
Was lan? Gülsün. Barello, Canlı bir de Miki. Was nimmt die bei Öbo? Hä? Was nimmt die? Oh, warum das? Du hast uns neugierig gemacht. Der, sein geschenk Kreuzlöcke, da war das gut. Ja. Resüm olmadı, unutulmadı. Ansız. Kapat. Ja. Er meint, Barello wegen mir. Weil das mal über Kreuzlöcke so geredet. Wir werden auf einmal kommen zu dir und dich abholen. Abi! Zeig mal, ich will mich entschuldigen. Zeig mal. Er will sich nicht, er zeigt sich nicht. Er meint, deswegen kann ich mich entschuldigen? Gesagt, kann ich mich entschuldigen? Er meint, du hast letztes Mal so respektlos geredet. Entschuldigung. Biz Türkiye'den geldik. Ha. Sen de onları kalemi kırıldın. Anladın? Es vorbei Barella, vorbei für dich. Benim niye kırıldı? Hiç göt Miki. Sudan beş kalemi kırıldı sonra. Kaynakan Miki bas. Es vorbei Barella, es vorbei für dich. Hiç göt Miki. Onların aga babaları da dair kim olur? İgö, ben en kaynakan ya basın çıkarsın ki. Bir dedin, oy iş, alap ol. Türkiye'den geldi. Oy iş mi? Türkiye. Biz TikTok mafyası da değiliz. TikTok kabadayız da değiliz. İgö'sü Miki. Oy? Nein, bu kim? Miki Maydan. Miki Maydan. Miki Maydan. Miki Maydan. Miki Maydan. Miki Maydan. Barello, wir werden dich abholen, obwohl du am Schlafen bist. Seine tam lafının söyle. Söyle, hepsini söyle. Türkiye'den geldiğini söyle. Biz özellikle geldik Barello ve siz bu hareketleri yapıyor. Bizim sevdiklerimiz, dostlarımız için. Yeah. O bizi tanımaz ama biz onu iyi biliyoruz. Onu da kimse koruyamaz. Anladın? Oraya amına koyuyorum, söyle. Sen söyle, hey. Ben sana söylüyorum. Er meint, dass diesen extra von Türkei gekommen, König akzeptieren, dass ihr letztes Mal so diese Art und Weise geredet hat. Was hat er denn geredet, Ibo? Was hat er geredet, Ibo? Gehört zu Miki. Ibo, was hat er geredet, Ibo? Değiliz, Kabadaş da değiliz. Er meint, wir haben mit TikTok nichts zu tun. Was hat er denn geredet, Ibo? Ich gehör zu Miki. Warte mal kurz, Barello. Wenn wir dich abholen, wir werden dir zeigen. Nicht Ibo. Wir werden Bazooka reinstecken. Ibo. Sizin için geldik ya, anladın? Bir gelme, bir de sorun. Biz kararlı hepinizin. Ibo. Was hat denn Barello geredet, dass du jetzt so sagst? Was hat er denn geredet? Sen bütün işleri yapan sensin. O canlı ne? O ona da söyle, anladın mı? Beni söyleyemez. Söylerim, nasıl? Ibo, bence Altaheim bist du. Ne rakam var? Canlı da, Ramazan. Bura. Ibo, bence Altaheim bist du ya, valla. Bura, canlı dediğimiz yedi. Aman da bura, zaten ivan etmem, bir şey ya. Tamam, var hatın. Tamam, sen şey var. Ibo, gepackt, valla, da kommt da nicht mehr raus. Aman, söyle, anladın. Kaşına, Beja, kaşına. Kapatın. Kuba, er meint nur eins. Yani hemen dibanın diş, divorun diş, persönlich abholen. Barello? Miki, Miki ist der Mächtigste aus Berlin. Ich gehöre zu ihm. Ich bin mit Miki befreundet, valla. Ist egal, die meinen, wer hinter Barello ist, die werden wir auch abholen. So, Barello. ich bin mit Miki. Valla. Ja, deswegen. Sag den, ich hole Barello zu dem. Ja. Boah, erklärt anders jetzt. Miki klärt das anders jetzt. Miki kann ich klären. Wallah nicht Miki. Sag ihm, ich bringe ihn Barello. Miki kann das nicht klären. Die sind gerade hier alle gegenüber. Miki kann nichts klären? Kann nichts machen. Miki kann gar nichts machen. Miki, ich hab da nicht gesagt, ich mache. Ich bringe ihn Barello, hab ich gesagt. Miki kann gar nichts machen? Ich bringe den Barello. Also, du bringst Barello zu dir. Also, diyor ki, Miki diyor, ben Barello sizin ayağınıza getireyim. Gerek yok. Hemen biz alırız. Er sagt, wir wollen das nicht. Wir kommen selber. Wir nehmen selber. Es ist vorbei, Barello, für dich. Ja. Miki was weiß. Wir wollen, wir nehmen. Aber. Bizim ihtiyacımız yok. Biz alırız. Durchlernen ein bisschen schwer. Bizim Ibo, ve dostlarımızın ablası. Ibo. Einer habe gesagt, Miki, bitte, wir haben ein bisschen dich. Mich dich nicht gar nicht in diese Sache. Ja, aber das ist doch ein kleiner Junge, ja, Salami, ja. Bis ein Sohn.
Ve 10 gün önce burada bir görüntüledik, diyetin farkına değiller. Hemen de, hier versteht nicht eine Herz. Biz bazı şahsın hatırına sustuk, bu mevzu ölene kadar bitmeyecek. Hemen bis zum Tod wird die Sache nicht aufhören. Ich weiß, ich habe verstanden. Aber sag den, dass noch ein kleiner Junge ist. Ist eine bestimmte Leute. Seine wie SLK, CLK sind jetzt hier und holen dich ab. Was hat er? Miki! Ich gehöre zu Miki, ich gehöre zu Miki. Ich kenne kein Miki was. Miki, hast du gesehen, du hast gesagt, wem? Er sagt, nee, Miki nicht, Miki nicht. Wow, du bist mächtig in Berlin. Wallah, keiner kann. Barello, du nimmst das nicht mal ernst. Wie Leute sind. Weißt du, Miki, was sie gemacht haben? Der Barello und Barella, die haben die schlimmsten Sachen gemacht hier. Vor zwei Wochen. Und die. Aber Barella, nee, ich nicht, das war ich, Barella, Wallah. Deine Mutter, diese wird kommen. Das soll bei dir reingehen, Abi! Abi, das soll bei dir reingehen! Hör mal, den ja, kimse görmedi. Sen hiç Miki gördü. Senin yüzünü görmüyor. Ben böyle atma sana. Emin. Barello. Emin. Barello. Emin Arazio. Ich, Kalas, sagst du, ich küsse eure Hand zu denen. Walla, er muss, du, lieber kommt zu Welt. Barello, sag. Abis, küss meine Hand, ja. Oder, was meinst du? Walla, ich schwöre auf meine Mutter, du bist nicht normal. Walla, Barello. Walla, Barello, du bist nicht normal. Walla, du bist nicht normal. Ja, du nimmst die Sache trotzdem nicht ernst. Barello, doch, Wallah, doch, doch. Miki ist gerade hier. Wallah, Miki weiß genau, was los ist. Wallah, Ebo. Ebo. Extra für dich haben die an mir das. Ich hab Ebo. Ebo. Sag den, wird. Miki, wenn du willst, die laden dich gleich auf. Wir schicken den S-Klasse, du kannst auch kommen. Ach, Kardisch, nein, ich hab selber Auto. So, guck mal, die meinen als Bruder. Ich weiß, aber ich hab selber Auto, ich brauch nicht. Aber ich gehe jetzt auch nicht raus mitten in der Nacht. Ja. Und du weißt, wie du. Barello, Ibo. Ja. Oder erklär denen mal, dass noch ein Kind ist, ja? Hab ich versucht. Ich hab 10-mal versucht. Er hat jetzt seine Finger so hart gemacht. Ist noch schlimmer geworden. Barello, mach du nicht diese Harakat, Barello. Mama. Die machen keinen Spaß gerade mit dir. Die wollten gerne. Wir gerne spüren. Deswegen haben die mich geholt, wegen dir. Dass sie so Dinge auf die sind. Alle von denen. Aber ich bin mit Miki gut, die können nichts machen. Miki ist der Mächtigste. Lach, du bist in Hannover, die kommen zu dir nach Hause, die packen dich und packen dich. Lass ja, du kommst direkt, Mama, du kommst direkt mit der Schirett. Ach, Barello. Er meint jemanden, der. Ist er denn? Ich hab die Auswechslung. Ja, ein Abi will jetzt reden. Kommt, bei euch jetzt gleich eine Razzia. Guck mal, Barello, hör mal ganz gut zu. Ich will gar nicht eigentlich mit dir darüber diskutieren, aber ich habe auch von Anfang an gesehen, was du alles gemacht hast und so weiter. Und die Leute, die gerade hier sind, die sind wirklich sauer auf dich. Am besten, du kommst hier und versuch nicht, irgendwelche Leute aus Berlin reinzumischen. Guck mal, was hat Miki damit zu tun? Nicht und versuch nicht Fitna zu machen. Miki ist hinter mir und der ist hinter mir. Keiner ist hinter dir. Ertünsch ist zum Beispiel ein sehr, sehr enger Bruder von mir. Beispiel, ne? Orada yazıyorlar. Er will kein Name, Ertünsch, aber ist mein King. Egal. Versuch nicht, reinzubringen. Der von Eck hat dich angeschrien, du darfst deinen Namen nicht erwähnen. Komm einfach hier, wenn du sagst, ich komme. Dann du bist unsere Gast. Miki, Abi, kannst du das für mich klären? Miki, geh du hin, bitte. Klär mit Aschiret. Dann soll er kommen, kein Problem. Als Gast herzlich willkommen. Aber wenn du nicht kommst, Wallah billah, die werden dich nehmen. 100%. Glaub mir, vertrau mir. Abi, von wem seid ihr? Von wem seid ihr? Was habe ich euch angetan? Ja, von welcher Seite wir? Ich komme zu euch, wir reden miteinander. Lange. Ich sag denen, ich komme zu denen. Oh. Tamam, alles klar. Tamam. Ich komme. Aber, guck mal, Bruder, guck mal. Barello ist noch ein kleiner Junge, Bruder. Dann er soll sich benehmen. Warte mal, Miki, nicht in Sachen rein, was du damit... Miki, ich habe 8 Brüder. 8 Brüder. Wenn einer von denen so eine Sache tut,
ich gebe ihm Schelle bis zum geht nicht mehr. Hast du recht, hast du recht. Ja, was soll das heißen? Er macht seine Hand und Füße und beleidigt die Leute, Mutter und Schwester, ja, hin und her. Was ist das? Aber guck mal, Bruder, da musst du diese Ibo neben dir genauso machen. Nee, guck mal, wenn er kommt. Warte mal. Du Maniac, wer bist du, dass du über meinen Namen redest? Warte kurz, beleidige nicht. Was soll was du redest? Rede, Ivo, wer bist du, dass du überhaupt redest? Du verstehst das doch. Komm weg, weiß nicht, wer Kürti Boy ist. Bitte, mach. Miki, wir haben mit Ivo gesprochen. Und Ivo weiß ganz genau, dass er nie wieder mit jemand über Mutter und Schwester reden soll. Er weiß das. Ist okay, aber Bruder, guck mal. Die Dinge interessiert uns nicht. Scheißegal, weißt du, unter sich TikToker, die sollen reden, wie die wollen, aber keine Mutter, keine Schwester oder keine Leute, die tot sind, gestorben sind. Er weiß ganz genau. Ramazan. Kürtimo, warum hast du ein Problem auf einmal mit Barello? Bruder, sen dedi bu. Kürtimo. Yaptınız. Tezgahlar. İbo. Miki, keiner kann dir was, vallahi. Hatında ya. Miki, keiner kann dir was, vallahi, ich wusste, dass du bist nicht dich. Ich kann nicht reinnehmen, Karl, ich kann nicht reinnehmen. Miki. Rabea, willst du kurz reinkommen? Barello, nimm mal kurz den raus. Nein, warte. Ich möchte kurz mit dir. Rabea, futschwei, Rabea. Ibo. Wissen es? Warte mal, ich möchte einmal was sagen, ja? Was ist los? Ja, mir war ich wieder da mit dem.